So, läuft. Hallöchen. Ach ja, pünktlich auf die Minute. So, ich muss hier noch kurz Twitch umstellen. Streamübersicht anzeigen. Die Nachbarn grüßen. Ich habe Nachbarn. Dein Publikum kennenlernen. Ah, die haben hier wieder alles neu gemacht. Statistiken ansehen. Stream verwalten. So. Jetzt sehe ich mich hier auch. Star Stable steht auch drin. Star Stable online. So, da warte noch auf Pier und dann geht's gleich los. So, dann warten wir noch kurz auf die Pia. Ah, Hi, Pia. Olli. Hallo, Pia. Ah, das klappt ja so gut mit uns. So, und hi erstmal an Kater und Sienna. Und nein, man muss nicht im Superchat schreiben. Ich war einfach nur noch nicht live, deswegen konnte ich da noch nichts machen, ne? Du hast im Titel verschrieben, Questen mit Pia Pupsi Schalt. Ja, das soll auch so heißen. Ja, Das das ist genau geht. richtig. Das ist genau Also richtig, Lisa, Stormfire. warum Jetzt der Lisa. Fabi. Ah ja, Fabi. Achso. Aber wenn zwei Fabis im Chat sind, wo bleiben denn die anderen? Welche anderen? Wir sind vollzählig. 37 Sekunden zu spät, ich war nicht so spät. Es heißt 14 Uhr. 14 Uhr geht bis 14 Uhr. Und 59 Sekunden. Erst Ja. danach ist es 14:01 Uhr. Also, ich habe um 14 Uhr gestartet. Olli, ich hatte gestern wieder einen Anfall. Ja, tu was dagegen, geh zum Arzt. Olli, du hast dich im Titel verschrieben. Nein, habe ich nicht. Das hatten wir schon, die Nachricht. Mein Headset ist gerade auf 60 gewesen. Ach so, weil ich die Musik ein bisschen spontan auf laut gemacht habe. dann übe ich jetzt halt All of me auf Keyboard. Mach das. Spiel's mir vor nach dem Stream. Du hast also jetzt ein paar Minuten Zeit. Stimmt, Linda und Marie fehlen noch. Stimmt, die wollten ja heute unbedingt dabei sein. Wir sind übrigens derzeit auf Server 11, ja? Fia Olli? meint, es bringt was. Das war das Server 11 nicht so schlimm. Oh, wer ist denn da? Wer steht denn da jetzt noch bei uns? Das ist Lisa. Ach, hallo Lisa. Kennen wir Von uns? meinem Partnerclub. Nee, die Oh. kennst du nicht. Bin ich auch dein Partnerclub? Nein. Was? Du bist auf Server 4, nicht auf Server Ich 11. bin auf Server 11. Eindeutig. Ja, aber sonst bist du immer auf Server 4. Niemals. Wollen So. wir anfangen? Ja. Mein Pferd ist fast Level 14. Also ich kann es heute ausleveln. Dann kann ich dieses Pferd endlich auf die Weide verschieben und nie wieder damit spielen. So true. Oh, ich habe noch gefühlte 20 Pferde auf der Weide, wo ich noch Sattel und so weiter abnehmen muss. Es gibt eine neue Quest, habe ich gesehen, in Moorland. Ja, das ist die mit den 1500 XP. Die hättest du schon viel früher machen sollen. Ist doch egal, oder? Jetzt hast du nur noch zweimal, glaube ich, heute dreimal 1500 Bist du XP. schon losgeritten?
Bist ja. du das denn? 3, 2. Ich hole dich eh ein, weil mein Pferd ist schon Level 13. Mhm. Ja, meine Ausrüstung, nicht wundern, dass sie so komisch aussieht. ich wollte eigentlich, also mir ist eingefallen, dass ich ja mein Gucci-Pferd nur mit Fabi level. Und deswegen habe ich kurz das Pferd gewechselt und deswegen passt die Kombination zwischen mich, also meine Anwesenheit hier und dem Pferd nicht so wirklich gut. Ja, Fabi würde ausrasten. Ach, würde sie nicht. Wahrscheinlich würde sie online kommen auf Server 11. Nee, was habt ihr heute so gemacht? Geschlafen bis jetzt. Genau. Bis jetzt geschlafen, gegessen und angefangen zu streamen. Ich habe um 13 Uhr sie mal angeschrieben und gefragt, na, wie sieht's denn aus? Weil ich noch gepennt habe. Richtig. Fun Fact, ich wollte eigentlich nur 2-3 Stunden pennen, damit ich ein bisschen ausgeschlafen bin. Wenn ich etwas geschlafen habe. Auf einmal schlafe ich bis 13 Uhr. Und ich wollte heute noch Minecraft machen. Ich habe Lisa also gerade überholt. Wo bist du? Vor Lisa. Und ich weiß nicht, wo Lisa ist. Ich kenne von euch beiden sehr. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg Richtung Brücke. Vor Fort Pinter. Mhm. Es geht jetzt gerade bergab kurz. Und was sind das für Frame-Ups? Will die mich verarschen? Jetzt geht's bergauf. Jetzt bin ich auf der Brücke. Mhm. Ich fühle mich total langsam hier mit dem Pferd. Na, guten Morgen, ja. Dankeschön. Wenn es ein bisschen ruckelt, irgendwas stimmt kaputt, Starstar würde. Eigentlich kann ich auf diesen Einstellungen prima. Ich kann wirklich auf diesen Einstellungen prima streamen und jetzt habe ich nämlich 12 FPS. Und vor allem, es wechselt auch immer zwischen 4, 60 und 12, ne? Das zum Thema, auf Server 11 ist alles besser. Nee, das ist ja das Spiel. Hm. Genau, Pia, ich raste gerade komplett aus. Schreibt's. Ach, ja. Was? Wer hat das geschrieben? Fabi. Rastet sie aus? Naja, wenn das jetzt so gewesen wäre, ja. Weißt du? Ich starte mal kurz mein Spiel nur. Starte. Oh, Pia hat sich ausgeloggt. Ja, ich habe ja gesagt, ich starte kurz mein Spiel. Ja, richtig. Nur. Genau, ich habe es ja was erwähnt. Oh, ich habe ein Snapshot-Bild. Ich habe heute noch nicht gesnappt, glaube ich. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin erst vor einer Stunde aufgestanden. Ich habe mir sogar noch den Wecker gestellt, glaube ich. Bist du überhört? Ja. Wie jeden Morgen. Kommt auf Server, da ist es besser. Ja. Hi Niki, willkommen im Stream. Wir haben einfach 6 Zuschauer heute Morgen. Das ist richtig krass. Heute Morgen? Sorry, für mich ist es morgens, okay? Ja, bei mir ging keine Benachrichtigung raus, weil ich zu kurzfristig den Stream eingestellt habe. Ich hätte es sein lassen sollen. Ja. Es ging eine Benachrichtigung schon eine halbe Stunde vor dem Stream raus und danach nicht mehr. Weil ich die Zeit nach vorne gestellt habe. Theoretisch müsste in einer Minute eine Benachrichtigung rausgehen. WhatsApp nicht so. Was ist mit WhatsApp? Also? Ja, ich habe gerade mein WLAN ausgemacht auf mein Handy, damit ich nicht dauerhaft auf mein Handy schaue, Leute. Weil wenn ich streame, dann schaue ich nicht auf mein Handy, Olli. Ich auch nicht. Ja. Ach, was gibt's das Neues auf dem Handy? Eben mit Snapchat. Oh, Fabi hat ein Snapchat geschickt. So viel zu, wir gehen nicht ans Handy, während wir streamen. Fabi schickt mir ein Foto von meinem Stream als Screen, als Screenshot. Oh. Na gut, Niki. Digga, wollt ihr mich verarschen? Egal. Spielen wir? Komm, wir gehen weiter. Morland. Ja, natürlich. Wir gehen weiter nach Morland. Bin da. Du oh, stehst da noch. Ja, ich wollte mich eigentlich abholen lassen, aber ich dachte, ich laufe doch. Wir haben ja Zeit. Ja, warte. Oh, Alter, nervt das. Was ist denn das hier?
Warte mal. Ali, warte auf mich. Ich wusste, die Benachrichtigung geht jetzt erst raus. Die ging trotzdem erst um 14.10 Uhr raus. Hallo Linja, hallo Shiona. Bist du neu? Wir sind heute auf Server 11, aber normalerweise Server 4. Olli, warte mal, ich mach nochmal kurz beim Spiel neu. Okay. Hi Chiara. Ja, ich hab eine schlechte Zeit gehabt. Hi Olli und hi Fabi und hi Pia und hi Marie und... Man schreibt einer Linja und nicht alle... Was? Marie, man schreibt einer Linja nicht alles nach. Achso, man schreibt einer Linja nicht alles nach. Achso, okay. Ach, ist doch nicht schlimm, oder? Wir sind doch alle lieb zueinander. Wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Ich sollte denn, wenn wir gleich in Moorlands sind, Pierre, sollte ich auch gleich... Bin ich dumm? Fabi, wenn du das jetzt gerade siehst, weißt du, was ich gerade vorhatte? Ich bin über den Berg rüber gesprungen und wollte mein Hangleiter allerdings aufmachen vom Fortnite. Und bin abgestürzt. Hi Vanni, willkommen zum Stream. Oh Vanni, du bist geil. Weil man zu viel Fortnite die letzte Zeit gespielt hat. Ach geil. Hätte ja klappen können. Boah, stell dir mal Jump'n'Run in Star Stable vor. Na, hast du schon mal Star Stable One gespielt? Ich krieg das gar nicht auf mein Ding. Ist ja so wie Temple One irgendwie, ne? Bis halt mit Star Stable fährt und so. Ja, ich krieg das irgendwie nicht auf mein Handy drauf. Also auf Android habe ich es nicht bekommen und jetzt auf iOS auch nicht. Olli und ich sind einfach Fortnite-Suchtis. Na, ich bin jetzt... Welches Level bin ich jetzt? Ich bin jetzt Level... 129 oder so? Oder 126? Und um 15 Uhr werden die Stempelkarten zurückgesetzt. Das heißt, heute Abend werde ich nochmal eine Runde Fortnite zocken. Mhm. Haha, ist dir letzt auch was passiert? Wegen Ark. Stimmt, Vicky spielt momentan richtig viel Ark. Solche Spiele wie Alte Eisen und Ark. Und ich bin so, ich habe keins dieser beiden Spiele. Wieso glaubt man das? Ark war mal ein Angebot für irgendwie 90% im Sale. Ich glaube im Sommer, diese Sales da bei Steam, kennst du ja. Und da hätte ich es mir jetzt eigentlich kaufen können. Was? Aber ich hab's mir nicht gekauft. Du bist Level 113, also hast du mir geschickt. Ich hasse mein Leben gerade, Alter. Warum denn das, Gera? Olli, ernsthaft? Ich habe gerade eben von Server 11 auf Server 4 gewechselt. Dein Ernst, Linja? Vorher fragen, bevor man wechselt. Da kannst du ja in einer halben Stunde dazukommen. Oh, Mann. Pierre, ich stehe bei 10. Oder sollst du erst die gelbe Quest machen? Mach mal erst die gelbe Quest, die muss ich nämlich auch noch ansprechen. Fällt mir gerade auf, wo du es gerade eben gesagt hast. Weil sonst bekommst du das Ding nicht. Ach, da ist ja die Pier schon. Ach, warte mal. Ich schließe mal YouTube. Und jetzt? Was ist passiert? Ich habe es mir nicht durchgelesen. Ja, jetzt hast du eine Quest irgendwo. Okay, gut. Silverglade Land, gut, da kommen wir eh vorbei. Das ist gut. Na super, ja, das ist... Sonst, ich schreibe für die Zukunft, schreibe ich so, wie die Pier das auch macht, ja, dann schreibe ich über den Server schon rein im Stream, okay? Also im Videotitel. Ja, ich hab's im Videotitel, ich hab's in der Beschreibung und nochmal in mein Bild. Oh, die 3, 2, 1. Warten. Oh, fast gleichzeitig. Und ich hätte gestern eine mega geile Videoidee gehabt. Aha. Einmal springen und das Video ist vorbei. Wie findest du die? Das ist so leicht angelehnt an Mo. Mit drei, eine Minute Hallo, Hallo, Hallo sagen. Und den und das Video beenden. Herr Ernsthaft, wieso... Eine Minute lang Hallo, Hallo, Hallo sagen.
Mo hat ein Video gemacht, wo er 58 Sekunden die ganze Zeit nur Hallo und so weiter sagt und dann das Video beendet. Das heißt, vorher kamen die 2 Minuten hier Premiere startet gleich, ne? Und dann nur das. Stimmt, dieses Minecraft-Video, wo ich mir gedacht habe, Junge, wenn du den Server schließt, kein Wunder, dass du da niemanden mehr hast. Wenn er, ganz ehrlich, wenn er dauerhaft die Server auch schließt, kein Wunder, dass da niemand mehr drauf geht. So, das ist, keine Ahnung, schon der 5. Server, den er hat. Warte kurz, Chiara, hab SSO-Verbot. Ach, scheiße, jetzt hab ich den Chat. Darf nicht mehr, nur weil ich meiner Sis eine Backpfeife gegeben habe. Weil sie mich also auch geschlagen sagen, hat. Okay. Also ich würde sagen, das war's wert. Das verstehe ich jetzt nicht. Hast du es zumindest aufgenommen bei TikTok hochgeladen? Fabi, Olli, wann glaubst du, bin ich nicht mehr krank? Wenn du was zum Arzt gehen würdest und dich drum kümmern würdest, ziemlich schnell, aber so wird's wohl nix. Ne? Ich bin auch gerade krank. Oha. Hi Natalia, Marie, das kenne ich so gut. Ich habe so einen kleinen blöden Bruder. Muss morgen wieder zur Schule. Der erste Tag für mich. Ja, für Pia auch übrigens. Ja. Ich muss morgen zu Hause bleiben und krank im Bett liegen. Yay. Oder besser als Schule, oder? Ja, Fabi, Marie. Hat das Fabi geschrieben? Nee, Chiara. Chiara, ich will mit dir tauschen. Ich will nicht in die Schule. Gibst du mir deine Krankheit ab? Fabi hat gestern den schlimmsten Anfall ever gehabt. Wieso? Hat keine Kräfte mehr in den Armen. Ich weiß nicht, der hat letztes halt immer irgendwelche Anfälle. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Mein Hund auch. Ich hoffe, dass du wieder gesund wirst. Ich hoffe, dass ihr alle wieder gesund werdet, ne? Ich hoffe, dass ich krank werde. Fabi schreibt schon wieder, ich muss morgen wieder zur Schule. Ja, wenn du. Ne, dann kann es auch nicht besser werden. Welches Rennen hast du jetzt angenommen? Ten oder? Loretta. Tan habe ich schon längst gemacht. Ja, ich lese den Chat und du hast schon Tan gesagt. Ich hätte vorhin durchlesen sollen, was ich für Quests angenommen habe, ne? Ich weiß, ich verstehe jetzt gar nicht, was ich machen muss. Ja, du musst nichts machen, du gehst einfach nur zu Riona da und machst das Rennen. Zu wem gehe ich? Zu dieser Frau Pferdeflüsterer Ding da. Wo ist die denn? Jetzt am Land, heute am Land, gut, aber da kommen wir irgendwie so vorbei in unserer Levelroute. Ja, nee, dann passt das ja alles, dann ist ja alles gut. Oh, ich reite heute schon wieder wie ein Pferd. Ich vergiss, was ich gesagt habe. Oh Mann, wenn man auf YouTube Clips erstellen könnte, Alter. Geht. Bald. Es kommt in Zukunft. Dieses Geil, Jahr noch. Da brauche ich jemanden, der für mich Clips erstellt, Leute. Das hat Unge schon verraten. Unge hat da wohl irgendwie Connection. Ah ja. So, ich mach mal kurz Lorettas Rennen, ja? Ich muss morgen auch zur Schule. Die Nacht hatten wir schon. Pier, ich glaube, ich bin dein Hund. Warum das, Fabi? Mein Hund hat andere Anfälle, die haben nichts mit Krankheit zu tun. Chiara. Keine Ahnung. Hat Probleme mit der Autokorrektur. Olli ist alt. Ja, ich bin auch alt. Olli ist seit Jahren alt. Das klingt total krass, aber ich bin dreifach so alt wie du, Fabi. Ui, Ollilein hat einen neuen Platz. Ach, das fällt dir jetzt erst auf. Ja, Chiara, ich streame jetzt hier schon eine halbe Stunde. Und jetzt fällt dir auf, dass ich einen neuen Platz habe. Ich bin auch jetzt viel größer als vorher. Also. Und die Bildqualität ist besser. Deswegen, ich habe immer noch nicht gesehen, wie er auf seinem Platz sitzt. Ich weiß, dass du dreifach so alt bist. Ja, das ist schon. Aber das Lustige ist, jetzt bin ich noch dreifach so alt. Umso älter du wirst, umso weniger ist es dreifach so alt. Total lustig. Weil sollte ich 35 sein, dann bist du 15. Wenn ich 40 bin, bist du 20 und dann sind wir bis noch doppelt so alt. Das ist total lustig eigentlich, ne? Jetzt ist es noch dreifach, jetzt bin ich noch dreifach so alt. In 10 Jahren bin ich doppelt so alt und nicht mehr dreifach so alt. Hallo, Potato Pups. Was, wir haben einen Kartoffelfurz? Niki, ich will nichts hören. Nee, ich hab Potato Pups in meinem. Okay. Niki, ich will echt nichts hören, okay? Was ist? Hä, was soll überhaupt los sein? Wenn du Stream schauen würdest, wusstest du was? Ich weiß es, also ich gucke immer so nebenbei. Alter, was hat eigentlich gerade dein Tiny für ein Problem? Wieso? Die ganze Zeit schickt irgendwas rein.
Hey, ja, das habe ich so eingestellt. Der schreibt viel öfter was als alles andere. Ja, ist doch der Sinn der Sache. Das ist doch voll scheiße. Nee, irgendwie nicht. Oh, ich hasse die Scheiße. So. Ich habe halt viele Sachen, die da eingestellt sind. Ah. Von daher. Willst du mitleveln, Niki? Ich müsste ja eigentlich noch GFS schreiben. Habe ich Lust dazu? Ja. Nein. Aber freut mich, dass wir gerade 6 Leute sind und keiner von denen was schreibt. Was, er saß das da das letzte Mal auch und ich komme mit dem Chat nicht hinterher, weil ich Rennen mache. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich in diesem Stream bleibe oder rüber zu Pier gehe. Ja, komm zu mir. Das ist deine Entscheidung. Ich bin cooler. Ich bin cooler. Naja, beim letzten Mal war ich nicht dabei. Ach, stimmt, Chiara, okay, gut. Ich nehme alles zurück. Chiara schreibt schon, bleib hier. Und wir weiter? Olli? Ja, wir rasten komplett aus. Hallo, hier. Mandy. Wer rastet wo komplett aus hier? Wo gehen wir jetzt hin? Komm. Nimm mal das Hochland. Achso, ja, ich bin unterwegs. Zum Zirkus. Lisa! Oh, ich muss jetzt mal Pferd wechseln. Hoppala. Ich geh zu Pia, ich mag ihr Glücksspiel, haha. Okay, dann geh doch, hau doch ab. Tschüss. Verpiss dich. Ich kein Bock auf dich. Freut mich, dass du das willst. Komm gar nicht mehr wieder an, ja, wenn Pia live ist. Wenn Pia nicht live ist und ich streame. Ja, du musst raus auch nicht mehr ankommen, wenn ich die zweite Wahl bin. Nein, Quatsch. Oh, weil das Ding ist, ich hab das ja schon seit Jahren drinne. Niki kann ja neue Mittis suchen. Uff, ich muss essen, bis gleich. Guten Hunger, Fabi. Ich such Mittis? Wieso Dominik, soll ich Mittis suchen? Ja, willkommen im Stream. Da kann ich auch gleich GFS schreiben, wenn du hier keinen Bock mehr hast auf mich. Dann muss ich halt Mittis suchen, ne? Hey, mein Freund, bin auch wieder mal da. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Wie geht's dir, Dominik? Hilfe. Und Olli, mit den Horses kann man sich auf meinen Server VIP holen. Oh. Mhm. Wo bist du? Wo seid ihr jetzt? Nimmerlands Hochland, gell? Zirkus. Mhm. Gott, wie heißt das auf Englisch? Ah, nein. Hä? Ah, doch. Warum hast du dein Spiel eigentlich auf Englisch? Weil es nicht auf Deutsch geht! Natürlich ernsthaft? Geht das auf Deutsch. Ja, ich krieg das aber nicht getauscht. So. Ernsthaft jetzt? Ja. Krass. Wieso bekommst du es nicht getauscht? Weißt du nicht, wo das ist, der Punkt? Oder? Nein, es geht einfach nicht. Irgendwie immer, wenn ich auf Deutsch stelle, geht's wieder rück auf Englisch. Zurück auf Englisch. Wow. Also während das Spiel startet, oder? Also du stellst es auf Deutsch? Ja, und dann ist es mir trotzdem Englisch. Genau. What the fuck? Toll, gell? Das ist echt geil, ja. Einmal deinstallieren, neu installieren. Irgendwann. Mit der Hoffnung, dass es dann wieder geht. Ja. Ich muss gleich mal OBS und Discord verschieben. Das regt mich übelst auf. Das ist momentan. Ich muss immer so ganz nach rechts fahren, um den Chat zu sehen. Und nicht immer so leicht neben meinem Bildschirm, weil ich das Spiel habe. Das regt mich momentan so ein bisschen auf. Olli Lein, ja, Chiara Lein, was ist denn? Ah, verfehlt fast. Oh, ich liebe es, mit dem Pferd in Zeitlupe auf den Scheißball zu laufen. Ja, das ist echt geil, ne? Ich wette mit euch, wir haben den Trick noch nicht rausgefunden. Vielleicht gibt es irgendwas, dass man schneller darauf laufen kann. Und wir wissen bloß nicht wie. Es gibt halt nichts. Hallo Lucy, willkommen im Stream. Wie geht's dir? Die Lucy, die ich denke. L-U-Z-Y. Ach so, nee, dann ist alles gut. Lucy war schon lange nicht mehr in meinem Stream. Also Luciana Lines ist da. Die war letztens bei mir, wo ich Fortnite gestreamt habe und hat sich über Mo aufgeregt. So kenn ich's. Warum regen sich echt gerade immer alle über Mo auf? Weil Mo gerade echt scheiße baut. Also ich weiß, was ich weiß, Cage ist abgefuckt von denen, Zoe ist abgefuckt von denen. Irgendwie der ganze Energy Fighters Club ist abgefuckt von denen und Ali. Ali auf jeden Fall nicht. Ali doch. Ali hat doch gestern wieder mit dem Fortnite gespielt. Den ganzen Abend. Nee, Energy Fighters, der Club von The Cave. Die sind gerade irgendwie alle gerade piss auf irgendwie Ali und Ach so, Mo. So rum.
Achso, ich dachte, weil Soweit Ali und Mo ich sind. Mitbekommen habe, wenn ich alles mitbekommen habe. Ali und Mo sind doch Best Friends und so. Ja, aber Ali hat irgendwie den Club verlassen, um auf Mo's Server zu sein oder. Keine Ahnung. Ey, yo, ich bin hier fertig, ne? Also. Willkommen zurück, Fabi. Ich bin jetzt auch hier gerade raus und. Ich muss noch auf Olli warten, weil Olli immer ziemlich lange braucht. Hallo, ich bin doch schon hier. Hallo, wir können los. Okay. Auf geht's, Leute. Sollte auf ich geht's, meine Pferdegang. Sollte ich wieder irgendwo gegenreiten? Das hängt damit zusammen, dass ich den Chat lese. Es sich hallo. Ja, ich wollte gerade sagen, Achtung. Wo reiten wir jetzt eigentlich hin? Steve. Okay. Wohin denn sonst? Ich weiß nicht. Seid ihr eigentlich in der Gruppe? Nee. Sad, ehrlich. Ja, kann ja sein, dass da irgendjemand kommt und meint, zu sagen, wir machen jetzt mal ein Gruppenrennen und dann verlassen wir alle die Gruppe wieder. Ey, das war aber nicht ausgemacht, ne, dass du mich Chiara-Line nennst. Ja, du hast mich auch Olli-Line genannt, also von daher. Ja, auf jeden Fall kommt heute ein Fortnite-Stream. Ich weiß nicht, ob ich streame oder ob ich es nur einfach so mache. Mal gucken. Auf jeden Fall Fortnite spiele ich Olli, heute. Olli, das Ding ist, du hast ein Level 14, 13er Pferd und ich war trotzdem zuerst bei Steve. Und bin zu mir kurz stehen geblieben. Ja, und mein Pferd ist schlecht gelaunt. Mein Pferd und, doch auch. Und meine Ausrüstung, die ich drauf habe, hat 0 Stats. Das ist einfach nur irgend so ein Winter-Dings da, was es kostenfrei Outfit. Gab. Krass. Bist du sicher, dass es die kostenfrei gab? Manchmal gibt es auch Ausrüstungen, die haben auch nur Stats, aber kosten Schweine viel Geld. Ist vielleicht einfach nur gut aussehen und nichts anderes haben. Ja. Alter, das ist so dumm. Ich hab mich verletzt. Ich hab's gesehen. So. Ich check's halt generell nicht, warum das mit, also mit dem Ding so eine Sache ist. Mit den schön aussehenden Star Stable, aber ist eigentlich total scheiße. So. Ja, also ich kaufe momentan ja. Ich kaufe mir ja momentan nur die limitierten Pferde, also die magischen Pferde oder so Pferde wie jetzt, das ich gerade reite. Das halt einfach limitiert gab. Einfach weil die Chance besteht, dass es die nie wieder gibt. Weil die anderen Pferde kann ich mir alle kaufen. Immer. Wenn ich die limitierten Pferde ausgelevelt habe. Und da bin ich momentan relativ zufrieden, mich mit meinen Star-Coins mit meinen Pferden. Aber so viele Pferde, wie jetzt reinkommen, ja, hast du gar keine Chance mehr, normale Pferde zu kaufen. Ist halt echt so. Ja, ist halt so. Ich gehe gleich wieder essen, okay. Du hast dies so vergessen. Komm jetzt mit dem... Larifari. Mo. Fabi hat Lecken geschrieben, okay. Mo, Larifari ist sinnloses Gequatsche. Das ist so ein anderes Wort dafür. Bin wieder da, keine Ahnung, diesmal mit BH. Fabi, das interessiert mich nicht, ob du mit oder ohne BH gerade im Stream bist. Leute haben diskutiert, Mohammed ist wunderbar. Achso, das wäre auch so ein Songzeug. Ich gehe aber gleich wieder essen. Ja, Olli... Mo, das ist einfach sinnloses Gequatsche. Geschwafel. Schönen Gruß von meinem Vater. Schönen Gruß zurück Rede. An deinen Vater. Nur am Essen hier. Wer ist denn hier? Also ich esse noch, ich habe noch nichts gegessen außer Süßigkeiten heute. Ich konnte jetzt 2 Tage kein gegessen, SSO spielen, Alter. Weil mein PC diesen verdammten Virus hat. Zur Not neu formatieren. Also einmal zurücksetzen Vielleicht und so. Vielleicht sind da wichtige Daten drauf. Ich bin dafür bekannt, in Oddys Streams nebenbei immer zu essen, egal ob im Chat oder im Discord, TS oder ich esse immer. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Fabi braucht einen BH? Hi Mo. sie hat zumindest geschrieben, sie braucht einen BH von Mohammed oder so. Mo, das ist ein Song und die Parodie, der Mann. Ach ja, das würde ich jetzt auch sagen. wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Windmühle? Ja. Ich komm da mal, ne? Das liegt einfach nur daran, dass Olli einfach nichts machen kann. Wie, Olli kann nichts machen? Ja, du kannst nichts multitasken. Da, Chat, so, weißt du Chat lesen? Junge, ich kann den Chat lesen, leveln, reiten und gleichzeitig noch Discord schauen, ob da gerade wer kommt oder nicht. Weißt du, wo mein Chat ist? Mein Chat ist hinten auf dem vierten Monitor gefühlt, ja?
Oder wir Was für Monitore? Dafür muss ich eine komplette. Aber wo gerade da ist, kann er uns mal erklären, warum momentan jeder von ihnen so richtig abgefuckt ist. Ich mag Mo, also ich bin davon ausgeschlossen. Nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jeder momentan ist richtig genervt von Mo. Ich check's einfach nicht. Irgendwie, weil Mo schon wieder gesagt hat, wir sollen Server schließen irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das alles nur so am Rande mitbekommen. Aha, der Mohammed zieht dir einen BH an. Adiline und Momoline, ihr könnt jetzt mit dem Kack auf. Ihr hört jetzt mit dem Kack auf. Du hast mit dem Song da angefangen, was auch immer du mit meinst. Und ich mache jetzt mal das nächste Rennen, weil die anderen sind schon wieder fast im Ziel wahrscheinlich. Ja, wir sind jetzt schon im Ziel. Hi! Ich düse da mal los, ja. Ne? Bis gleich. Herr Olli, ganz ehrlich, so wie ich das mitbekomme, wenn ich immer mit Kate oder mit irgendjemand anders im Discord bin, dann sagen die immer so, ja, Mo ist gerade bisschen. Wartet mal. So. Ja, warum lädst du Lisa nicht ein? Mensch, Niki. Die fucken sich gegenseitig ab und ich muss wieder Machtwörter raushauen. Klingt für mich ja auch nicht. Ja, frag dich mal warum. So. Wenn du permanent sagst, du willst den Server schließen. Welchen denn jetzt? Den Minecraft-Ordings? Ja, den Minecraft-Server. Welchen sonst, Olli? Naja, schließen wir. Man könnte den zumindest, wenn er jetzt inaktiv darum da. Also nee, weil er irgendwie gemeint hat, er will den Server schließen und alles wäre weg. Und das hat er schon wie 5-mal gesagt. Keine Ahnung. Na, dann soll er ein Backup davon machen und dann den Server schließen, wenn er ausgelaufen ist. Dann kann er jederzeit, wenn er mal wieder mehr Bock auf Minecraft hat und weniger Bock auf Fortnite. Das ist. Ich war beim allerersten Minecraft-Server mit dabei. Ne? Ich glaube, das ist schon irgendwie sein vierter Server, oder so. Ja, und? Guck mal, mein Server, ich habe jetzt in der Zeit, wo ich YouTube mache, schon 6 oder 7 verschiedene Minecraft-Server gehabt. Weil irgendwann man auf eins keine Lust hatte, dann hat man das erstmal stillgelegt, hat was anderes auf den Server raufgepackt, weißt du? Weil so ein Server kostet ja auch halt monatlich Kohle, ne? Besonders dann, wenn man noch mehr Slots draufpackt. Aber er bekommt der wie von. Wie heißt Mani? Wie heißt sie nochmal? Das Mädchen, das immer Dicks schickt, warte mal. Ist doch hier auf dem Server Admin. Haha, Pia rastet komplett aus. Nein, Pia ist normal, Pia ist immer so. Also. Willkommen. Mari. Ihr werdet Pia nie anders erleben. Ding da. Der bekommt ja. Irgendwie von der gefühlte 50 Euro im Monat. Also gedonated oder mehr. Ja. Ich weiß, da früher wurde die komplett ausgerastet. Marina! Marina heißt du doch. Ja, aber. Was ist denn bei euch los? Ach, nicht viel. Wir reden gerade nur. Man muss auch bedenken, das, was er gut donated bekommt, das haut auch sehr viel wieder an die Spieler raus, ne? Wenn man sie mitbekommt, jetzt mit seinen 3000 Abonnenten-Dings, wo er also den kompletten Shop verlost. Also ganz ehrlich, früher, als ich dauerhaft geschaut habe, war das so, dass er irgendwie 100 Euro mal, also pro Tag irgendwie gefühlt donated bekommen hat von der. Also gefühlt nur. Das heißt ja nicht, dass er irgendwie 100 Euro pro Tag. Und das hat er damals irgendwie so gar nicht irgendwie. Das hat er so für sich behalten. So. Und er macht das erst, seitdem er ein bisschen größer ist. Das finde ich ein bisschen traurig. Na okay, vorher musst du wahrscheinlich auch noch die komplette Ausrüstung her. Ja. Ich weiß nicht, wie vorher seine Streams waren, weißt du, weil alleine sind vorher waren die ja auch gut. Das Ding ist, vorher waren die ja auch gut. Da hättet ihr auch so lassen können. Na guck mal, ich habe mir jetzt auch einen zweiten Monitor geholt. Also für den anderen Raum halt, weißt du. Mhm. 250 Euro weg. Dann habe ich mir das LED-Licht, was da oben ist, dass die Bildqualität besser ist, habe ich mir geholt. Hat auch 200 Euro gekostet. Der Gaming-Stuhl also, 270 wenn ich, Euro. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin, mein ganzes Setup, das ich hier habe, ich habe 3 Bildschirme, ich habe einen PC, ich habe eine Tastatur, ich habe Lautsprecher, ich habe Kopfhörer, ich habe eine Maus. Es hat mich weniger gekostet, als ihr alle bezahlt habt. Für euer Setup. Ja, du hattest auch schon von Anfang an ordentliches Licht in deinem Zimmer. Ja. Also, du hast ja meine Bildqualität gesehen, wie das war, ne? Ja, auch ohne Licht. Aber das Ding ist, ich brauche nicht 3 PC-Monitore. Ich habe einfach einen PC-Monitor und 2 Fernseher angeschlossen. Das funktioniert auch. Ja, mein Fernseher, das ist doof, wenn du den Fernseher auf den Tisch stellst, ja, und einen 60-Zoll-Fernseher vor dir hast. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen. Ich habe auch kleine Fernseher. Ja, ich nicht. Du findest also besser, das Geld für mich zu behalten und euch nichts zu.
Nein, ich fand's damals blöd, dass du alles für dich behalten hast. Ich find's jetzt schon irgendwie. Warum also eigentlich? Hör doch! Ja, warum findest du das blöd? Das sind Donations, die für ihn sind, also kann er doch damit machen, was er will. Du machst mit deinen Donations auch was für dich. Nee, ich hab das für Starship meistens ausgegeben. Ja, für dich. Damit ich was mit Starship zu tun habe, ja. Siehst du? Also für dich. Damit wir was in den Streams zu tun haben. Aber hauptsächlich für dich. Und ich habe mir mit den Donations auf Planet Zoo gekauft. Das haben wir auch eine Zeit lang gestreamt. So, jetzt muss ich vor. Olli, Samsung war da in der Nacht. Olli! Ja? Lass mich vorlesen. Okay. Du musst bedenken, ich mache das Ganze schon seit 6 Jahren. Da sollte man irgendwann auch ordentlich Setup haben. Du musst bedenken, ich finde, mein Setup geht eigentlich voll. Und ich habe dafür richtig wenig bezahlt. Die 2 Bildschirme habe ich geschenkt bekommen. Von meinen Eltern. 2. Ich habe mir einen Bildschirm gekauft, ich habe mir den PC gekauft und das. Du hast die Bildschirme von Eltern geschenkt bekommen. Er muss das sich wahrscheinlich selbst kaufen. Ja. Jo, und, waren aber gebrauchte für, keine Ahnung, richtig wenig. Guck mal, ich bekomme so gut wie keine Donations rein, weißt du? Weihnachten bekommen haben. Ich bekomme so gut wie keine Donations rein. Aber das ist ja auch nicht probier. Nee, ich bekomme so gut wie keine Donations rein. Das alles, was ja, kann ich auf der DC sagen. Ja, schon jeder da auf dem Discord. Join einfach. Du, Lisa, wir machen hier unsere Runde, ne? Wenn du das Geld selber hättest, würdest du dir auch was gönnen. Ich glaube, ich bin momentan so relativ zufrieden, dass ich mir sagen würde, ich würde das lieber für ein Spiel ausgeben. Ja, Linja, ich weiß nicht, ob du das willst, dass du deinen PC komplett zurücksetzt. Frag mal erstmal deine Eltern, ob es für die okay ist. Ja. Weiß nicht, ob es wirklich dein PC ist. Immer vorher fragen. Das Ding ist, ich glaube, wenn ich das Geld hätte, das Einzige, was ich machen würde, ist, wäre halt ein bisschen mein PC zu upgraden. Pia, wohin willst denn du jetzt? Money! Wo denn sonst? Okay. Nee, du ja, aber Pia, dass du die ganze Zeit gedreht hast. Ja, weil ihr nicht hinterhergekommen seid. Nee, wir standen neben dir. Ich stand vor dir. Ist mein PC, also kann ich damit machen, was ich will. Ich zeig's dir am Ende des Streams nochmal, ja, wie es genau geht. Weil jetzt ist es gerade ein bisschen doof. Ich glaube, du musst auf Einstellungen dann formatieren. Oder am besten hast du einfach einen Vater, der sich einfach komplett mit dem PC besser auskennt als gefühlt die ganze Welt. So, dann PC plus 4 Bildschirme plus Stream 6, so macht Stream Spaß. Ich glaube, 4 Bildschirme brauche ich jetzt nicht. Ich komme mit meinen 3 relativ gut klar. Ich bin auch mit 2 relativ gut klar gekommen. Also ich habe einen und komme mit dem klar. Ist das schlimm? Ich glaube, zum Stream brauchst du schon 2. Also 2 Minimum, weil du musst ja irgendwo deine OBS und deine Chats sehen. Ja, Finja, das mache ich alles nach dem Stream, wenn neue Leute draufkommen. Weil während dem Stream ist das so ein bisschen blöd, weil dann ist der Bildschirm ein bisschen gefreezed. Ich mache das schon nach dem Stream. Du musst nur in SSO-Namen deinen Namen reinschicken, in SSO dann. Das kann ich auch machen, Pia, das weißt du schon. Ja, stimmt, Niki kann das eigentlich auch. Ich wette, dass in diesem Stream der Bot wieder irgendeine Verwarnung für mich da hat. Wieso das? Mit einem würde ich gar nicht mehr spielen. Ich glaube, wenn ich einen hätte, würde ich auch nicht mehr spielen. Der Bot übertreibt mittlerweile ein bisschen, finde ich. Ich glaube, ich muss mich bald von dem Nightbot verabschieden. Ja, obwohl, das ist Streamlabs, glaube ich. Wow, Olli. Jetzt kann Niki das machen. Ja, warte, ich mache nur das Rennen und dann mache ich's. Bin wieder da vom Essen, willkommen zurück. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt, ich muss ja auch noch was essen. Nimm den Streamlab-Spot, schreibt Mo, okay? Ich habe immer noch Fußbot. Seit 2 Jahren. Ja, dann kommt der Nightbot irgendwann jetzt demnächst komplett raus. Ein Nightbot ist auch scheiße. Aber ich bin zu, Der Nightbot blockiert mich permanent, deswegen ist er scheiße, okay? In Twitch, aber nicht bei YouTube. Nur in Twitch. Warum auch immer, keine Ahnung. Es ist einfach so dumm. Mo, aber ich habe das kleine Problem, dass ich total dumm bin, was das Einstellen angeht. Aber bis ich das wieder, beim Nightbot ging es noch, da war es noch recht übersichtlich, aber ich habe bei Streamer schon mal reingeschaut, da gibt es mir viel zu viele Funktionen. Bis ich mich da durchgefunkt habe, dann ist Weihnachten.
Fabi hat sich gerade voll gegessen wie sonst was, okay? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Und was mache ich überhaupt hier? Das nächste, was ich mir Keine anschaffen werde für meinen Streaming-Bereich, ist von Elgato die grüne Wand, die man so hochziehen kann, weil die ist besser als. Ahnung. Ich habe hier zwar auch so ein grünes Teil, weißt du, aber ich weiß nicht, wie ich das befestigen soll. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, mir dann gleich Ja, das. irgendwann habe ich auch mal vor, vielleicht Screenscreen anzuschaffen, aber nur vielleicht. Wie gesagt, von Elgato, es kostet auch schon 150 €, ne? Oh, Pia ist weg. Lol, das ist mir. Oh mein Gott. Kommt mal hierher und schaut euch dieses cute Gesicht an. Von was? Wie was? Oh mein Gott, das ist mir nie aufgefallen. Ach, Wo? Das ist einfach ein Gesicht. weißt du was, Mo? Ich gebe dir einfach die Zugangsdaten und dann logge ich mich eine halbe Stunde später ein und dann ist alles süß. Wo denn? Ja, wir sind Richtung von Mane Richtung Rennen gegangen, ne? Hier ist einfach ein Welches? cutes Gesicht Ach, Baroness rum. oder was? Ja. Gut, dass du auch mal mit uns sprichst. Baroness-Rennstrecke. Ich stehe. Ja, aber renn mal dorthin und dann findest du, wo wir stehen, ist einfach ein fucking Gesicht. Pia, so wären wir keine Freunde. Nightbot ist sehr wichtig. Nee, Nightbot ist nicht wichtig, wenn der Streamlabs gut Dieses funktioniert. Gesicht, ja, Mann, Alter, das ist mir nie aufgefallen. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. BCF, wie geil. Finja06, danke für deinen Follow auf Twitch. Baum. Sound, meinte ich. Ich wollte gerade sagen, wo rennst du eigentlich hin? Ja, ich wende Wo schon seid wieder. ihr denn? Ich finde euch nicht. Also ich bin jetzt bei der Hä, Strecke. Ich bin jetzt bei der Rennstrecke. ja, ich habe mich komplett verlaufen. Oh, da ist der Sound zu. Mann, bin gleich da. Wo auf der Rennstrecke? Nee, außerhalb, wenn du da hinrennst. Da ist dann ein Gesicht bei der Müllkippe da. Ah, du meinst Öl-Dings-Zeugs. Und wo? Okay, jetzt bin ich auf dem Ich muss mir das Öl-Dings. abspeichern. Finja und Linja, ja, jetzt wird Öl-Dings. schwierig, ne? Chiara, Hä, auch wo das, was denn? kommt immer von dir? Hä, wo wir stehen? Ich sehe euch nicht. Gesicht. Hä, schaut im Stream nach. Ist das etwa eine Schwabe im Teig? Mo, Ja. nutzt du eigentlich Streamlabs OBS oder das normale OBS? Weil ich hatte kurze Zeit Streamlabs, ich bin Da wieder hinten auf ist er das normale noch. OBS rüber gewechselt. Hä? Ich bin vorher an euch vorbeigerannt. Oh, Niki. Aber ich sehe euch nicht. Pia, Ich mag die wo bist du Nase, denn welche jetzt? Namen. Ach, dahinter. Bei der Müllkippe da. Hier, Wo ist hä, wo? Niki? Ja, Niki ist weg. Da hinten ist ein Pferd. Ich reite mal zu dem anderen Pferd da hinten. Wo? Nee, das ist jemand anderes. Müssten drei Pferde sein. Geh mal zu den Ölfeldern und dann geh von den Ölfeldern Richtung 171, 149. Das sind die Koordinaten. Ach so, jetzt sehe ich das. Horror, das, ich dachte so, hä? Ich gucke auf den Boden so, hä? Nee, da ist doch nichts. Und dann gucke ich so So. ein bisschen weiter raus, so, ah. 171 hast du gesagt? Ja, und 149. Gotteslang braucht jetzt. Alter. Schreibt irgendwie so die ganze Zeit rein. Komm, wir machen die Nase. Ich versuche erstmal zu 171 zu kommen. Ach, das ist eine Klarsichtfolie. Musste gerade an Bifi denken. Was jetzt? Das soll, glaube ich, eine Klarsichtfolie Boah, wir sind sein. die Nase. Für mich sieht das aus wie ein Wiener Würstchen. Hallo, was habt ihr denn gegen. Und hi, Finja Eine 06. Was habt ihr denn gegen meinen. Das hat Fabi gemacht. Nee, nicht Fabi, das hat. Franzi gemacht, das Symbol. Das soll. Ah, da vorne sind Menschen. Seid ihr das? Olli! Netzschau auf dem Boden. Muss schon hierher kommen, wo ich bin. Von hier kannst du es, glaube ich, am besten sehen. Ah, ja. Hier unten ist der. Aber dann fehlt die Nase. Die waren wir gerade. Ja. Genau, wenn wir hier stehen, ist es. Oh, der Stopp! Arme hat einen Stein im Auge. Nein, warte, ich kratze mal raus. Mach das. Nein! Kann auch ein Murmullein sein.
Findest du, Fabi? Ach, Mo, nur ans Essen denken. Wie ist es Mo auch am Essen oder was? Der hat mir gestern hier so ein Skin gezeigt, ja, mit so einem Hotdog. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich mir danach sofort was zum Essen gemacht habe. Schon witzig, wir haben alle helle Pferde, außer Olli, der hat mal wieder ein schwarzes, der komplett... Das ist halt echt so. Und ja. Die sind alle schwarz-grau oder weiß angezogen, außer Olli, der hat komplett Farbe. Ja, das war zu spontan, war eigentlich, wollte ich mein Gucci-Pferd reiten. Also eigentlich, Dann ist ihnen aufgefallen, ja, ich kann mein Gucci-Pferd gar nicht reiten. Weil ich auf Fabi warten muss, genau, bis Fabi mal wieder online ist. Ja. Ach, machen wir erst oben, Observatorium. Ja. Hör ich da etwa Rassismus? Also das war Niki, nicht ich, ne? Das war nicht böse gemeint, aber noch ein Rappe, dann halt ein Rappe als Pferd. Mein Gott, wenn es euch so lieber ist. Nur weil ich schwarz bin. Aber Pia, du hast halt gar keinen Schimmel, du hast gar kein weißes Pferd. Ich finde, das ist ein Schimmel. Das ist aber ein, schätz mal ein Grau, weil da ist es kein Dominant White, also kein richtig weißes Pferd. Entschuldigung, Pia, tut mir leid. Das ist aber ein Schimmel, das ist ein Schimmel. Das ist aber kein weißes Pferd. Viele immer so. Nein, ist es nicht. Es ist kein Junge, weißes Pferd. Ich hatte in meinem alten Reitverein hatte ich ein Pferd, das sah genau so aus. Ja, aber es ist dann kein weißes Pferd. Es aber war ein Schimmel. Dann sag aber nicht weiß, weil weiß ist falsch, es ist grau. Oh, Junge, wie, der regt doch nicht auf. Mein Anfangspferd ist ein Schimmel. Was also vom Rasse Aussehen hat als Pferd? Nein, es ist Rappe. Rappe, Olli. Das ist die Pferdefarbe von Olli. Abgesehen von den blauen Haarsträhnen. Ja, ich wollte gerade sagen, was mit dem Blau, wie heißt denn das? Chiara, bis dann erstmal. Viel Spaß und so. Oh, warum bleibt beim Pferd jetzt hier stehen? Oh, meins könnte ein Dominant White sein. Das könnte von der Farbe her weiß sein. Schimmeln die Pferde. Nein, Olli, das heißt nur. Mo, das heißt nur so. Hast du mich gerade Olli genannt? Hast du Mo gerade Olli genannt? Ich will gerade sagen, alles so durch, Alter. Nur weil sich Mo genauso doof anstellt, was Pferde angeht, wie ich, heißt es nicht gleich, dass ihr uns verwechseln könnt. Seid ihr Star oder Zwillinge, so dass das ist vertauscht, so beide? Also, wir haben beide eine Brille. Zwillinge geht nicht, weil er ist gefühlt 10 Jahre jünger. Der ist 10 Jahre jünger, glaube ich sogar. Ja. Ja, ich esse eine Pferde. Oha. Mo. Das ist aber nicht nett. Apropos Beefy, weil wir vorhin das Thema Beefy hatten. Ich finde irgendwie... Beefy, ich weiß nicht, warum die Marke so... so fame ist. Oh, ja. Ich bin drüber gekommen. Ich finde Beefy ist total trocken. Besonders, wenn es das mit dem Brot ringsrum ist. Oh, mit dem Brot ist das echt eklig. Das ist total trocken. Die Karatscha-Dinger, die es von Beefy gibt, die sind wieder okay. Oh, weiß ich, wie die heißen. Also ich mag ja nur die normale Beefy. So als Snack zwischendurch. So, das geht halt. Ein Snack zwischendurch, wenn du noch was zu trinken oder essen dabei hast. Aber sonst... Hashtag no Produktplacement und so. Beefy-Rollen. No Werbung. Die sind mega... Beefy-Rollen? Ist das mit dem Brot oder ist das... Ja, das Beefy-Rollen ist das mit dem Brot rum. Das finde ich total trocken. Ich weiß gar nicht, was... Ja. Ich habe es früher gemocht, als ich jünger war, aber jetzt nicht mehr. Als Snack zwischendurch wird das sogar mal gehen, wenn man wandern ist oder so. Aber sonst würde ich mir das nicht holen. Wäre da noch ein bisschen Ketchup mit drin, wäre es auch noch okay. Weißt du, dass es nicht so trocken ist. Salami mit Ketchup und Brot. Salami und Ketchup ist schon eklig. Salami-Pizza ist die doch auch. Nein. Ja, aber da ist kein Ketchup drauf. Und Ketchup ist halt voll viel Zucker drin. Ew. Na, das ist sowas ähnliches wie Ketchup, ne? Das ist Tomatensauce. Ja, Tomatensauce ist kein Ketchup. Na, Tomatensauce kannst du auch als Tomatenketchup. Ach, was kann man nicht? Das, was Pier reitet, ist ein Cremello? Nein, das ist kein Cremello. Cremello sieht komplett anders aus. Ein Cremello ist ganz was anderes. Aber auf jeden Fall. Pia reitet, schätzt mal, einen gekrauten, also einen Grauschimmel. So. Hashtag Flexitarier. Okay. Nein, ein Fliegenschimmel! Ein Fliegenschimmel reitet zu Pia, deine Art Punkte. Kann auch sein, ja. Ein Fliegenschimmel reitet Pia. Ja. Ich glaube, Fliegenschimmel ist eine der seltensten Farben in SSO. Pia kann auch. Dominant White gibt's auch nicht. Dominant White gibt's auch nicht. Überhaupt nicht im Spiel.
Also die richtige Hey, doch, der weiße Andalusier. Der ist nicht weiß geboren, der hat auch grau. Also ist auch ein Grauschimmel. Ist alles also? Grauschimmel. Krass. Dominant White haben alle blaue Augen. Hey, wie erkennst du das, dass er nicht weiß geboren wurde? Du erkennst das Pferd, also Pferd, die eigentlich grau gibt, also die richtig normalen Schimmel, sag ich mal, die es bei uns standardmäßig gibt, sind das mit den dunklen Augen und dem dunklen Maul, den eher dunkleren Hufen und den dunklen Ringen um die Augen. Das sind ganz normale Schimmel. Und Dominant White haben blaue Augen, eine hautfarbene Haut halt. Ach, dann ist dein Aratekina. Ich schätze mal, er hat blaue Augen. Er hat blaue Augen. Schau mal. Ja, aber er ist halt komplett. Das ist kein Dominant White, schätze ich mal, weil der ist. Naja, könnte schon sein. Das habe ich vorher auch gedacht. Wo seid ihr eigentlich hin? Wir sind immer noch unten bei der Baroness-Strecke. Immer noch? Ja. Wieso immer noch? Wir warten gerade. Ich hole mich ab. Ich stehe hier gerade bei Pauline. Ehrlich? Ach so, wow. Hast du die überhaupt gemacht, die Rennstrecke? Ja. Wieso bist du schon so weit? Ich hab die auch schon bei Baroness ab. Ja, naja, wenn ihr da rumtrödelt und euch um ein Gesicht anschaut, ja. Lol, was ist denn hier auf einmal los? Party! Ach so, Nalita. Ach, du hast Pier mit jemand anderes verwechselt. Ach so, okay, denn ja. Hey, was ist denn jetzt da los? Ich check. Nalita ist da. Wer ist denn das? Schreib mal. Ein Nachteil hat es, dass ich jetzt hier sitze mit meinem Gaming-Stuhl. Ich fahre so oft über mein scheiß Headset drüber. In Ruhe, Mann. Ah, so. Wer ist da? Nanita. Nur ein Mensch und ein SSO-Spieler wie ihr. Hä, wer ist das? Was für ein Name? Also ich verteidige immer solche Leute und sag immer, boah, lass die doch in Ruhe, das ist ein ganz normaler Mensch. Mach ich auch so einen echten Leben. Und ich sehe, so ein Mensch wird einfach bedränke ich hin, boah, lass die doch in Ruhe, das ist nur ein Mensch. Es ist nur ein Mensch, der halt ein bisschen mehr Reichweite hat als du, aber sonst ist es halt auch nur ist ein halt Mensch. Echt so. Also, stop it. Wenn ich jetzt, also, ich war ja, bin ja mal Rotpitz über den Weg gelaufen, auf der Gamescom. Und jeder hat ihn angesprochen. Ich habe einfach aus Respekt, weil er gerade irgendwie so ein Video gedreht hat, weil vorher vor uns noch irgendwie 5 Leute ihn angesprochen haben, Tower aufgestattet hat, habe ich ihn nicht angesprochen. Einfach nur aus Respekt. Das soll man auch machen, klar. Wenn dann würdest du halt warten sollen, einfach bis der dann seine Sachen, die er gemacht hat, fertig gemacht hat. Das Ding, ich habe ihn dann auch nicht mehr wiedergefunden. Ich wollte eigentlich hinterherlaufen so ein bisschen, aber. Wir sind neben ihm gelaufen, wir sind sogar im Video ein kurzes Stück drin, ne? So einfach nur zu sehen. Oh, Gamescom 2017, wo er Felix macht alles. Oh, da habe ich nochmal eine alte Frisur, das sah richtig hässlich aus, Alter. Pia, gehst du dieses Jahr Gamescom? Wahrscheinlich nicht. Ich habe schon eine Karte für Samstag. Ja, das Ding ist, ach, stimmt, ich müsste Freitagabend losfahren. Weil Samstagmorgen kann ich nicht losfahren. Weil ich ja noch mein ganzes Zeug habe. Pia. Ich fahre auch Freitag los, sodass ich dann Samstag da bin. Fabi und so weiter auch. Komm doch einfach mit. Ich überlege gerade, was mega schlau wäre, ist, wenn ich Freitagabend losfahre und die Nacht überfahre. Warte, okay, so ohne ICE. Wenn du schlafen kannst im Zug, ist das okay, weil sonst bist du total down, wenn du da ankommst. Ja. Ich überlege mir, also, wann ist denn noch Gamescom dieses Jahr? Ende Aber das August. Das Ding ist, was soll ich die ganze Nacht dort machen? Das heißt, ich müsste irgendwann um 0 Uhr loslaufen. Losfahren, wahrscheinlich. Ich müsste irgendwann, keine Ahnung, wann losfahren, dass ich nach Köln komme überhaupt. Ja, ich bin ja jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde näher an Köln dann im Sommer. Ja. Fast eine Stunde Bier. Ja, aber wann ist ein Gamescom jetzt nochmal? Ende August, das letzte Wochenende. Also der 29. Ist, glaube ich, der letzte Tag, oder? Habe ich noch viel. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall immer letzte Augustwochenende. Also letzte Augustwoche so. Ziemlich am Ende immer. Muss schauen, ob ich. Ich muss mal gucken, wann ich noch Ferien habe und wann nicht mehr und ob ich überhaupt Zeit habe. Ja, das Ding ist, ich habe da irgendwie so keine Ferien mehr. Das weiß ich. Ich habe noch nie während der Gamescom Ferien gehabt.
Ich hab immer, wenn die Gamescom ist, Ferien. Du musst, denk jetzt, ich muss halt schauen. Ich habe auch keinen Bock, da echt um 3 Uhr morgens aufzustehen, nur um dann loszufahren und die ganzen Leute dort zu wecken. Oh, Pia, denk mal, mein ICE fährt über Frankfurt. Das ist doch so, oder? Wenn wir um die gleiche Zeit fahren, dann nehmen wir den gleichen ICE. Bin aber in Limburg. Ja, aber der fährt trotzdem darüber, das weißt du schon. Keine Ahnung. Das Ding ist, wenn der über Frankfurt fährt, dann müsste ich einmal komplett 2 Stunden mit dem Zug nach Frankfurt fahren. Gefühlt. Und dann 1 Stunde lang mit dem Zug. Bis nach Frankfurt oder länger. Weil ich meine, natürlich, da fährt der RE direkt hin nach Frankfurt, aber. Digga, nee. Ach, ich fahr von Anfang bis zum Ende. All of me nicht hin. Ja, du hast noch ein paar Minuten Zeit, ne? Das Stream geht noch ein paar Minuten. Mhm. Ich mach grad die ganze Zeit so Highscores, ich denke mir so, hä, wie denn? Weil Starsaber immer wieder die Dinger löscht. Ja, das dachte ich mir auch so. Das ist eigentlich saumäßig dumm, aber die können ja auch nichts dafür, dass die Leute das. Noch eigentlich können sie was dafür, dass es die Bugs gibt. Mit den die Schnelligkeitsbugs und so. Weißt du? Ja, schon. Es war ja auch so, dass damals die ganzen Rennen, als die noch nicht ganzheit gelöscht wurden, weißt du, so 2017, da waren ja so Ergebnisse von so, keine Ahnung, 20 Sekunden in so einem Minutenrennen drinne. Und die sind dann permanent auf ersten Platz gewesen. Ja klar, aber die Schnelligkeitsdinge könnten sie eigentlich ja wegmachen. Das kriegen sie ja auch weg. Ja, da müssen sie trotzdem die Highscores löschen, weil die Highscores da sind. Und es wäre unfair gegen anderen Spielern über, weil die dann. Ja, meine ich ja, aber. Weil die Rekorde können dann nicht geknackt werden und dann. Die haben irgendwie keine Möglichkeit, das einzeln zu löschen, deswegen müssen sie direkt alles löschen. Ja, ist halt so. Aber Sauron. Diese ganzen. Also, sie haben ja den Schnelligkeitsbug, den gibt's ja gerade nicht mehr. Also. Naja. Aber ich kann mir sogar vorstellen, das Ding ist, es gibt 2 Wochen einen Bug, dann gibt's den nicht mehr. Einen Monat später kommt der einfach wieder. Mit genau den gleichen Sachen. Ich frage mich, warum manche Leute Bugs suchen. Macht es denen nicht schon Spaß, das Spiel einfach so zu spielen? Das Ding ist, dass du so ein verbuggtes Spiel, du musst gar nicht großartig Bugs suchen, um einen Bug zu finden. Und irgendwann hast du nichts mehr zu tun auf dem Server, weißt du, weil du alles geschafft hast. Und dann hast du ja, halt Langeweile und suchst Bugs. Oder versuchst dich in gesperrten Gebieten irgendwie reinzubacken und so. So und wie irgendwann, wenn es klappt, bist du der Held. Ganz ehrlich, wenn es klappt, bist du der Held, so, weißt du? Dein Bug wird berühmt. Und dann wird er gefixt. 2 Wochen später. Musst eventuell wieder neu anfangen, dir einen Account zu erstellen. Nee, das Ding ist, die haben noch nie einen Bagger gesperrt, der sich in andere Gebiete reingebuggt hat. Weil es nie wirklich rauskam, wer der Erste war. Und die können nicht einfach, keine Ahnung, alle Spieler vom Spiel ausschließen. So 2 Millionen. Ich bin übrigens durch, ne? Ja. Ja, ich muss nur noch Riona machen. Ach, stimmt, okay. Ja. 1500 XP, Alter. Ach so, stimmt. Dann dürfte mein Pferd eventuell. So. Ich vergessen. Ich kenne das Rennen noch nicht mal, muss es mal. Ich auch nicht. Ah, das ist, glaub ich, einfach das ganz normale Rennen. Ja, das ist immer noch das ganz normale Rennen, richtig unnötig. Hätte es zumindest andere Musik einbauen sollen. Aber ich finde, dafür, dass es was komplett Neues ist, klappt das sogar mega gut. Finde ich so. Wie meinst du? Ja, ich finde, es klappt halt mega gut mit den Sachen da. Also, dass es keine Bugs gibt damit. Oh, gerade dass wir keine Probleme damit hatten, obwohl jetzt Weihnachten vorbei ist. Ja. Und das Ding ist, ich habe letztens geschrieben so, why you don't, also warum geht ihr nicht auf mein Problem ein im Support? Weil die mir halt nur automatische Nachrichten geschickt haben. Und dann meinte eine so, ja, die sind doch noch in den Feiertagen und so, lass sie doch mal mit ihren Familien zusammen sein. Ich war so, ja klar. Ich habe sie wie vor 2 Tagen oder so reingeschickt, ne? In die Kommentare oder so. Dachte ich mir auch so, ja klar. Da ist es im Spiel nicht so, dass die erst im Januar so richtig Dings haben, Weihnachten? Die haben doch die hatten von Weihnachten bis zum 8. frei.
Soweit ich weiß. Ja, nee, die feiern doch auch Weihnachten erst viel später. Deswegen ist ja auch der Adventskalender mal ein bisschen verschoben, ne? Ja, ich meine, die haben von 24. Also 24. feiern die trotzdem Weihnachten. Aber 21. ist noch so irgendein Schneefest dort. Und dann haben die, feiern die bis zum 8. Schweden. Ja, ungefähr. Bei Starship wird auch gesagt, dass die alle am 8. wieder da sind. Am 8. haben die wieder gestartet. Dieses Update war das letzte, das vorbereitet ist. Und jetzt kommt in ein paar Tagen komplett neues Update, was mega cool sein wird wahrscheinlich. Mein Pferd ist trotzdem nicht Level up geworden. Mein ist Level up geworden. Meins ist Level 9. 6. Immer noch 14. Wir streamen erst eine Stunde, WTF? Das Rennen bei der Weingut, beim Weingut fährt noch. Oh, Claudia ist online. Ja. Oh Gott, Hilfe. Ich pack Betten gleich fest. Ja, ich muss. Ach, du meinst das Gartenrennen, ne? Ja. Stimmt. Oh mein Gott. Fast vergessen. Ja. Olli, welches Level bist du eigentlich? Spielerlevel meinst du? Mhm. 20. Okay, du bist besser als ich. Das ist nicht gesagt. Ah, Niki, fast hätte ich das wieder vergessen, ne? Was? Das Gartenrennen. Ja, gell, immer. Aber immer, du vergisst das Gefühl immer. Ja, weil das auch so liegt, dass man da nicht direkt dran denkt. Ja, ich hab's halt vorher schon die ganze Zeit so. Wann vergisst es? Wann vergisst Pia dieses Gartenrennen? Pia, hast du jetzt eigentlich gestern nochmal nach dem Stift gesucht? Oh. Ich kann es sein, dass du gerade sehr vergesslich bist? Ja. Sie ist halt auch schon im gewissen Alter, wo man Sachen vergisst. Sie ist 2 Jahre älter als ich nur. Ja. Dann weißt du schon mal, was bei dir in 2 Jahren ist. Boah, Niki, du musst unbedingt mal. Niki, ich schick später nochmal den Stream oder noch so. Wo wir zum ersten Mal miteinander gequatscht haben, gefühlt. Du klingst da so, Alter. Du klingst einfach ultra anders. Echt? Ja. Ich kann aber immer noch so hoch reden. Nein, Spaß. Nein, so hast du nicht geredet. Nee, keine Ahnung. Aber man merkt, dass deine Stimme ein bisschen tiefer geworden ist. Das Problem ist, im Singer. Ist immer noch zu tief, also ich kann einfach nicht tief singen, es geht nicht. Es klappt einfach nicht, danke. Man merkt einfach richtig, wie du dich verändert hast. Von damals zu jetzt. Man merkt es einfach. Ich schick dir nochmal den Link. Also, findest du auch so. Ich habe meinen ersten Stream online und den von dir noch. Das sind die einzigen Streams, die ich von 2017 online habe. Das ist schon so lang her, ehrlich? Ja. Februar 2017, fast 2 Jahre. Boah, Pia, wir kennen uns schon so ewig. Mhm. 2 Jahre. Aber Amoris kenne ich schon seit 2016 oder so. 2015 vielleicht. Aber weißt du, in dem ersten Stream, wo ich drin bin, von dir. Ich weiß nicht, wie habe ich dich gefunden? Keine Ahnung. I don't know mehr. So, und ich mach jetzt den Ball. Also, ich glade jetzt da runter. Ja, mach ich aber. Slider. Ich glaube, nach dem Reitarena-Rennen werde ich auch aufhören. Was? Ja, ich wollte noch Minecraft streamen. Aber Minecraft schaut sich kein Mensch an. Doch. Was willst du bei Minecraft machen? Keine Ahnung, ein bisschen entspannt. Masterbuilders oder so. Oh, mach mit. Darf ich mitmachen? Ja. Masterbuilders, das mal. Mich seit wann kennst du mich? Keine Ahnung, Alter. Ihr seid alle auch schon so ewig dabei. Das ist richtig krank. Also ich kann sagen, die schon seit Anfang an dabei ist, Niki, Lisa und Anu. Obwohl Anu ist gar nicht mehr so oft da. Wir waren letztens wieder da, aber Niki und Lisa sind von Anfang an dabei. Willkommen zurück. Ja. Ihr seid echt treue Abonnenten. Ich mit meinen 24. Weil das Ding ist, ich habe lieber 2 treue Abonnenten
als irgendwie 100 Untreue, so. Die einfach nur schauen, weil ich Clickbait mache oder so. Was, Clickbait? Aha. Nein. Oh, Olli. Ist mir schon aufgefallen, du schreibst einfach einen Olli rein. Obwohl, das wäre eigentlich mehr so ein Clickbait in die falsche Richtung. Wenn die wissen, dass du mit mir streamst, schaut eigentlich keiner mehr zu bei dir. Ja. Vor allem das Ding ist, wenn ich Clickbait machen würde, hätte ich in mein Video mit Kate, hätte ich reingeschrieben, Minecraft Master Builders mit Kate Mystery World und Zoe. Und nicht nur mit Kate und Zoe, weißt du? Also, wenn ich mit Pia streame, dann schreibe ich, also verlinke ich immer Pia, weil ich eh nicht... Ich vergesse das immer. Es streamt gerade... Es streamen gerade vier meiner Lieblings-YouTuber. Wer ist denn das alles? Erzähl, los, fang an. Ich hänge fest. Bestimmt Nalita, du, ich. Noch irgendeiner. Ist ja auch Sonntag. Da ich hab heute mal Windprinzessin gesehen mit Facecam, ja. Mhm. Ich dachte mir so, ich hab's mir komplett anders vorgestellt. Lol, ernsthaft? Ja. Klingt gar nicht so, wie ihre Stimme klingt. Ah, ich weiß nicht, also das Gesicht dazu, ne? Andere Person. Krass. Das Ding ist, ich denke, wenn ich, also als ich Lucy das erstmal gehört habe, also Luciana Alliance Sister, habe ich mir auch so eine komplett andere Person vorgestellt, wie sie aussieht, ne? Ich habe auch so eine komplett andere Person vorgestellt. Es war für mich auch so, warte, was? Wer bist du? Und ich denke, das wird auch, wenn Kate sich irgendwann mal zeigen wird, anwesend. Das Ding ist, wenn Kate sich irgendwann mal zeigen wird, ich würde auch erstmal denken so, Digga, wer bist du? Du bist doch nicht Kate. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Kate auch komplett anders aussieht, als sie klingt. Bei Niki war das nicht so. Klein, pummelig, nichts zu tun. Ja. Ja. Boah, eigentlich gibt's so übelst den krassen, also wenn jemand sagt, zu kleinen Leuten so sagt, ey, du bist voll klein, du Zwerg, muss ich einfach sagen, ja, ich bin wohl aufs Beste reduziert, nicht so wie du. Das ist so, das muss ich mir unbedingt merken, einfach nur, dass damit ich Leute damit ärgern kann. Bist du so klein oder wie? Ich bin nicht gerade groß. Ja, die ist echt klein. Mein 1,60 hier. Aber 1,60, ich wollte schon sagen, 1,60 ist aber schon so der Durchschnitt, ne? Ich kenne so viele, die noch kleiner sind. Ja, ich kenne auch eine Freundin, die ist 1,50 oder so. Ich habe auch eine, also ich... Also 1,59, glaube ich, oder 58 oder... Ne, 1,52 ist sie. Die habe ich mir auch... Die stelle ich mir aber größer vor. So, Pia hat es erfasst, die andere hat ihren Stream gerade beendet. Ach so, okay. Fertig. Ich auch. Hey, ernsthaft jetzt? Nalita, ich und Olli. Dann fehlt aber eine Person, du hast ja gesagt vier. Ja, keine Ahnung. Also nicht eine andere Person. Ich kann die Apple-Klingelton. Was? Ich kann den Apple-Klingelton auf Keyboard. Okay. Mein Beileid. Habt ihr eigentlich schon gesehen, also mein Fest, nein. Anu hat sich seit 2 Jahren nicht bei uns gezeigt. Uff, ich bin größer als sie. Ich werde nichts sagen. Fabi. Wer ist größer als wer? Sie ist größer als du. Größer als Niki? Ja. Hä, gefühlt alle sind größer als ich. Ich nicht. Lol, als ob Fabi... Ich stelle mir Fabi echt klein vor, ne? Nee, Fabi ist gar nicht so klein. Ja, ich stelle mir trotzdem richtig klein vor. Jetzt schreiben alle Leute mal, die zugucken, ihre Größe, wie groß sie sind. Genau. Pia, Anu, du mach kennst... aber per Privat. Pia, du kennst Leon, oder? Star Stable TV. Oder wen meinst du? Keine Ahnung. Oh, Anu, ich will das auch sehen. Ja, Anu schickt uns privat. Also wenn ihr Star Stable TV meint, ja, den kenne ich. Ich habe mal ein Video von ihm. Ich habe mal das Tinker-Video, habe ich gesagt. Jo, ist eigentlich eine richtig coole Idee, mache ich mal. Star Stable TV war sehr oft bei mir im Chat, und ich habe es immer nicht... Ich habe immer... Bei gedacht, mir war da auch schon das drin. Ja, ich dachte immer, das ist so eine Person. Wie eigentlich auf YouTube? Olli, Klassikfunde. Ja. Stimmt. Ich bin 1,66. Pier, als ob ich so 1,53 bin oder so, Pier.
Ich find's total lustig, dass alle Pia anschreiben, aber meinen Chat sind. Ja, wenn ihr Pia schreibt, dann müsst ihr auch in meinen Chat sein, Leute. Ich bin noch nicht Level up, ne? Nee, ich habe aber mit Star Stable TV schon Minecraft gespielt. Mit Kate und ihn und Zoe. War richtig cool, richtig geiler Typ. Vor allem richtig gechillt auch. Nicht so wie ich. Das Ding ist, ich war Mörder und er ist immer gestorben, ne? Er ist immer am Anfang gestorben. Ich renne nie vorbei, zuck mein Schwert, mach Putsch. Murder Mystery ist cool. Kommt, ja, er sagt so, als ob Zoe kommt, sieht, dass ich neben den toten Leon stehe und ich mach Punch. Und Zoe schreit erstmal rum und Kate weiß sofort, wer der Mörder ist. Weil wir schon mies, ne? Welcher Server bist du? Hi erstmal, wir sind jetzt gerade auf Server 11, aber normalerweise auf Server 4. Olli, wie lange brauchst du eigentlich noch für das? Ich bin schon lange fertig. Ach so, ja. Und hi erstmal Nintendo Switch. Also Anu ist 1,64 und Lisa 1,65. Krass, ich bin 1,69. 1,60! Wolfskinder, hi! Hi! Und danke für dein Abo. Bitteschön. Ich dachte mir schon fast, dass du es bist. Und warum schreibst du Englisch? Keine Ahnung. Und wie heißt du Wolfskinder? YouTube-Name. Mhm. So. Wieso heißt du Blausichtfolie? YouTube-Name. Ja, ja, genau, denn Leon meine ich. Und als du letztens bei ihm im Stream warst, war ich da auch. Ich hab dich 10-mal verlinkt und Hallo geschrieben. Pia, nichts. Oh. Ja, das ist halt Pia. Ne, Pia ist da sehr naiv in solchen Sachen. Hä? Ernsthaft jetzt? Ja. Hat Linda geschrieben. Ja, ich komme halt manchmal einfach in die Streams rein, schreib Hallo, bin dann irgendwie 2 Minuten drin und gehe dann wieder raus, weil ich keinen Bock mehr habe. Sorry. Immer diese Clubs mit diesen komischen koreanischen Namen. Russisch. Ich war letztens bei Sepp im Stream, wo er SSO gespielt hat, ne? Hab nur Hi geschrieben, weißt du? Dann schreiben sämtliche Leute Hi Olli, die mich halt von meinen Streams kennen, ja? Und Fabian erstmal, wer ist überhaupt Olli hier? Geil! Das fand ich auch irgendwie ein bisschen lustig. So, was mache ich jetzt eigentlich? Ich muss noch irgendwas leveln. Also ich muss noch hier... Anu, hi! Anu! Ich darf gar nicht hier sein. Oh, sorry, Mann, ich lese immer erst den Namen, bevor ich die Nachricht lese. Pia sagt nichts davon, dass ich hier statt bei... Oh. Was, wer, okay, wer ist bei dir als bei mir? Anstatt bei mir? Ach nee, nix, also, nix. Du liest den Namen zumindest nicht. Ich verkacke jedes Mal. Och, Pia, das geht dich nicht. Geht dich nichts an, schätze ich mal. Ja, geh ich auch mal aus. Ich mache jetzt noch kurz hier beim Kürbis-Dings die Weinrennen. Die machen wir schon. Ah, ich brauche noch 3 Kürbisse. Ich möchte wieder die Kürbisse sammeln. Ich auch. Die waren ganz süß. Ist besser als das mit den Julebocken, das war ein bisschen zu viel. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das gar nicht gemacht. Hatte schon Spaß. Ja, die Kürbisse waren gut. Man hätte sich Urlaub nehmen müssen, ja, um die scheiß Dinger zu hinzubekommen. Dass man die Katze erhält bei den Julebocken. Ich hab sie. Ne, ich war da viel zu faul dazu. Aber wir müssen uns vorstellen, wie viele Haustiere haben wir dieses Jahr kostenlos bekommen? 4 Stück. Wir haben 4 kostenlose Haustiere bekommen, okay? Ja, und wir kriegen keine Ahnung, wie viele Pferde, dass wir Starcoins ausgeben. Da ist es schon gerechtfertigt, dass wir da mal auch ein bisschen was geschenkt kriegen, ehrlich. Olli, wir haben auch voll viele Outfits bekommen, finde ich. Kostenlos. Ja, aber die haben auch alle fast keine Stats, ne? Die sind da. Ja, das packt man sich in den Schrank, Fabi, und hat zieht sie nie Katze wieder. Auch. Oh, und Lisa hat geschrieben, dass sie erst 13 ist und 1,65. Mach dir keine Sorgen, ich war mit 13 1,66 oder so. Olli, als wenn du jetzt, Fabi redest. Meine Mutter war in meinem Alter, also mit 14, war die 1,48 und ist dann noch auf 1,60 gekommen. Linja, was für Zufälle, heißt, oder? Ich auch noch. Vielleicht 1,72 wäre schon geil.
Wind hat jetzt gerade geschrieben, wir reden gerade von Sepp und jetzt hat er auch gerade den Livestream gestartet, so wie es aussieht. Nächstes Jahr ist 2020 Pier, da hat man nur die Katze bekommen. Ja, sorry. Ja, letztes Jahr. Sorry, Alter. Ich hoffe, wir bekommen dieses Jahr genauso viele, wenn sie wieder richtig viele Pferde raushauen. Was ich doof fand, dass sie an Weihnachten erstes Mal gesperrt und direkt eine Woche danach die Zinker rausgehauen haben. Das war so richtig unnötig. Die hauen viel zu viele Pferde gerade raus, viel zu viele. Ja, ich meine natürlich, ich kann es verstehen, dass sie ihre Pferde updaten wollen, aber die müssen nicht jeden Monat 6 neue Pferde rausbringen. Ist halt so. Und vor allem an den meisten ist ja noch in der Starstable Horses App noch ein Pferd dabei. Mittlerweile kaufe ich mir gar kein Pferd mehr, weil ich mir denke, die magischen Pferde reichen mir auch aus. Vielleicht. Deswegen gefallen mir die neuen Pferde auch nicht. Vielleicht ist Starstable kurz vor der Pleite, ja, und die hauen jetzt so viele Pferde raus, um das Geld wieder reinzubekommen. Da kriegen die ja noch weniger Geld. Ja. Ich habe gestern ein SSO-Tinder-Profil gemacht und I hab ein Match. Ein SSO-Tinder-Profil? Ja, die hauen zu viele Pferde raus, keiner kommt mit den Kaufen hinterher. Ja, richtig true. Und dieses ganze Leveln ist da dann auch wieder. Du musst ja, ich meine, wie viele Pferde habe ich jetzt bei mir drinne? Ich habe ein Pferd, das steht seit 2 Jahren bei mir im Stall und ich habe nämlich einmal angefangen damit zu leveln. Ich habe ein Rennen mit dem gemacht, sonst nichts. Linja, ich glaube es dir. Ich habe auch noch 3 oder 4 Pferde, also, die ich noch leveln muss. Nicht, dass du denkst, dass ich es dir nicht glaube. Kommen die restlichen Winker, ja, stimmt. Also die nächste Woche, Mittwoch sollen die restlichen Zinker kommen. Dann hoffe ich, dass erst im April wieder was kommt. Ich hoffe mal, also, dass so langsam das neue Gebiet kommt. Es wird dieses Jahr kein neues Gebiet kommen. Und was wetten wir, dass das doch kommt? Los, Wetteinsätze. Es kommt nicht. SSO ist ja umgezogen, vielleicht brauchen die einfach Geld. Das Ding ist, wie oft ist SSO in den letzten 3 Jahren umgezogen? Die machen sich überall schlecht. Ja, das ist das Typische, ne, wenn alle, weißt du, die ganzen Leute, die in Schweden das Spiel spielen, dann vor dem Haus campen. Ah, ich will die Leute dort sehen, die da arbeiten. Oh! Ja, müsstest du als große YouTuber aber auch irgendwie gefühlt 30 Mal umziehen. Ja, richtig. Ich meine, natürlich haben die immer kein Geld mehr, wenn die dauerhaft umziehen. Und dauerhaft kommen, werden die umziehen 3 Wochen lang keine richtigen Updates. Weil die halt umziehen. Es kommt an Weihnachten kein richtiges Update, irgendwie 4 Wochen lang. Da kommt irgendwie pro Jahr einmal 3 Wochen lang kein richtiges Update. Und wenn die Sommerpause haben, kommt kein richtiges Update. Warum Hilfe, Jule? Was ist los? Was ist bei dir los? Perfekt, ich bin der Blab. Was hast du da angestellt? Du Mausgeburt, was? Die Mausgeburt? Mausgeburt? Alles klingt süß. Ja, wohin? Eine süße Umschreibung, um jemanden zu beleidigen. ich lass mich mal abholen. Alina! Alles gut bei dir? Ist das normal? Alina Silverbitch ist im Stream, Niki. Silverbitch? Ach du, echt jetzt? Alina! Oh mein Gott! Alles gut bei euch? Ja, Alina ist im Stream. Alina ist da. Ja und? Alina ist richtig alte Freundin, die ist auch schon seit Anfang an dabei, aber hat sich bis heute nicht mehr gemeldet. Voll frech hier. Hi erstmal Marlene und hi Luisa. Wie geht's euch? Anu, du Pferdegesicht. So, wo stelle ich denn jetzt dieses ausgelevelte Pferd hin? Ich lasse es gleich erstmal auf die Weide stellen. Bevor es hieß, erstmal aus. Alina, wir müssen mal wieder zusammen streamen hier. Geht so nicht weiter. Ich muss mal kurz mein Bildschirm schwarz machen, ja, dass ihr nicht seht, wie ich mein Pferd ausziehe. Schlimm. Ach mein Gott. Schlimm. Aber was ich dieses Jahr, also dieses Jahr haben die safe gesagt, also sie haben gesagt, wir bringen dieses Jahr das Schloss. Das ist das Einzige, was kommt. Also ist es fast sowas wie ein neues Gebiet. Nein, das Gebiet ist ja schon da, nur wir können noch nicht zum Schloss. Und die haben gesagt, dieses Jahr geht die Quest mit dem Schloss auf jeden Fall weiter. Noch im Frühjahr haben die irgendwie gesagt. Weil die damit schon ziemlich weit angeblich sind. Aber weißt du, ich freue mich alle schon mal auf die Bug. Was ich ein bisschen scheiße finde, dass sie halt immer Pferde machen. Alle die Pferde, ja, schön und gut, aber irgendwie kotzt es schon leicht an, dass sie andere und das Pferde neue Dino-Teil. Haben echt gesagt, das neue Dino-Teil kommt? Weil das wäre echt geil. Ja, Dino-Teil wäre schon richtig. Ja. Also ich weiß, die Gebiete, die noch geupdatet werden müssen, Dino-Teil und Südhuftental.
Ist das ein alter Tinker, der da gerade steht? Ja. Wie sie jetzt alle ihre alten Tinker rausholen, Alice. Ich kann onkommen, aber mit euch reden geht noch nicht, weil mein Internet spackt. Ernsthaft? Ach nee, das ist blöd. Aber kannst ja gerne online kommen. Was? Weil Alina, was wir suchen was? Aktive Mittis, okay? Er ist zwar nicht die Royal Puppy Family wie damals, aber... So. Oh, Pia! Stimmt, den Club gab's ja auch mal. Ja, wo wir so eine richtige Haflinger-Familie waren. Das war stimmt. Nice. Du kannst auf dem Pferd momentan... Ich reite doch gar nicht mal auf dem Pferd. Ich will es auf die Weide haben. Ich muss das Pferd kurz wechseln. Hi, Anfangspferd. Nehme 2L, sieht es schöner aus. So, gut und selbst so. Ja, auch Dankeschön. Und ja, ich habe das alles rausgepellt. Und Bayernkartoffel ohne Hashtag bitte an Jule. Also der Rest gibt es nicht mehr, weil Anu mich damit abgefuckt hat. Marlene, warum nur geht schon? Und hi, Tasty. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Jule, du kannst dich da an Anu bedanken. Ich habe wegen ihr alles rausgepatcht. Fabi Anu, streamt Red Dead online. Okay, finde ich nicht, weiß ich nicht, das ist irgendwie... Pia, hast du schon mal Dead by Daylight oder Friday the 13th gespielt? Nein. Ich hab's auch nicht. Hol dir mal Dead by Daylight, dieses Spiel. Also Jule, es kam gerade eben dein Name, ne? Das weißt du schon, oder? Dass da gerade dein Name gesagt wurde, nicht Anu. Welches Pferd level ich denn jetzt? Blue Light. I don't know. Was ist das für eins? Ein Pferd. Was für eine Rasse? Anu, ich bin schwanger. Ernsthaft? Warte mal, Gott, nicht, ich bin noch am Überlegen. Mach ich das? Ich mach das jetzt. Wo habe ich denn mein Blue Light? Sag mal, welche Rasse du machst. Ja, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Urpferd. Was so blau leuchtet. Ach, das Blau. Das Ach, ist das, ganz. Dieses das blaue Shire-Urpferd. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss es mir mal nein, außerhalb der Weide anschauen. Okay. Bei welchem Rennen bist du jetzt, Pia? Aha, muss da beginnen. Weil ich verkackt habe. Ach. Oh, das war nicht Olli. Ich dachte schon, da läuft Olli an mir vorbei. Nee, ich suche hier gerade eine Pferdeausrüstung für meinen. Also ganz ehrlich, hätte mich auch gewundert, wenn du ein passendes Outfit anhättest. Netzwerkfehler, was ist jetzt los? Hallo? Wieso bekomme ich einen Netzwerkfehler? Ach Olli. Star Stable. Du und deine Netzwerkfehler. Gabi, ja, du und komisch. Deine Netzwerkfehler. Das ist voll komisch, ich hab bis jetzt noch kein Netzwerk. Ja, ich wollte gerade fragen, wo bleiben deine? Ich glaube, mein Internet war kurz weg. Weil. Anu, ich glaube erst mal einmal. Anu, ich habe dir doch mal von Mert erzählt, oder? Uff, ja. Stehe nur auf Türken, alles klar. Alter, Türken. Hallo Lena, willkommen im Stream. Netflix-Fehler, nein, Netzwerkfehler, Jude. Ein Netflix-Fehler, aber. Ich hab tatsächlich mal Netflix-Fehler. In Star Stable, klar. Nee, mein Internet war, glaube ich, einmal komplett weg gerade, weil auch. Auch OBS war kurz weg und bei Twitch steht wieder willkommen im Chat. Vor allem das Ding ist, wir haben dich einfach permanent gehört. Ja, da war es nur eine Sekunde weg und das reicht dann wahrscheinlich schon aus. Ja. Ich schreibe mal kurz im Chat einmal F5 bitte. Hello. Lol. Hier, du gehört anscheinend nur Stunden zugeschaut. Pia, soll ich eigentlich auf dich warten? Ja. Warte mal auf mich, ich bin gleich fertig. Und dann bleibe ich jetzt hier so lonely stehen. Wieso stehe ich jetzt schon wieder hier im Morland rum? Ja, weil wenn du immer von... aus dem Stall raus. Ja, aber ich war doch auf meinem blauen Pferd, jetzt bin ich hier auf ein hässliches Anfangspferd. Nee, du warst es nicht. Nee, ich glaub. Wieso bekomme ich jetzt von Streamlabs dreimal Combo? Ich habe das erste Mal geschrieben. Ach, Jule. Bist du nicht? Du hast nur 0 Stück zugeschaut. Komm. Welches Pferd nimmst du jetzt? Meinst du mich? Weiß nicht, ja. Welches Pferd jetzt Olli nimmt. Ich nehme Blue Magic. Ist komisch. Nein. Leute, ihr müsst ja auch mal wissen. Das ist der Isländer. Ich weiß nicht, der Isländer, Pia. Auf jeden Fall blau. Ach so, der Isländer. Der Isländer blaue. Der okay, wohin? Veildale? Von Veildale nach Fearcroft leveln? Oder
Ja, daheim. Wohin willst du? Was mit den drei Stunden, wo wir gestreamt haben? Ich glaube, da hast du nicht zugeschaut, Jule. Weiß nicht. Du musst halt dauerhaft zuschauen. Was machen wir jetzt? Wollen wir wirklich hinreiten? Nee, Veildale oder Jallaheim. Ich wollte gerade sagen. Wohin willst du? Nicky. Veildale. Machst du einen Orientierungsritt? Nee, ich finde die blöd. Ernsthaft? Lol. Ja, aber die geben so wenig. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich irgendwann wegen einem Fehler oder so das aus Versehen gelöscht habe. Oder der automatisch bei zu großer Inaktivität löscht. Stimmt, scheiße. Och, Pia, ehrlich. Sorry. Ich tapp mir gerade Sachen rauf, die null Stats haben. Niki ist mega leise. Kann auch lauter sein, ne? Ich kann es auch einfach lauter stellen. So, und Niki bin mit C, Jule. C. Was für was, hä? C wie Chamäleon. So. C wie Karma. Ja, jeder schreibt sich mit K, nicht mit C. Really? Ja. Wollt ihr mich verarschen? Warum? Why is dog spelled with a K and not with a C? Because you can't see in the dark. Genau so. Wer es nicht verstanden hat. Via Checkstoß. Auf WhatsApp habe ich sie mit C. Ach, sauber, ich dachte schon. Das fährt sich total hässlich aus, wenn es sich nicht verwandelt. Ich weiß. Deswegen habe ich es nicht mehr. Ich hab's verkauft. Ernsthaft jetzt? Ich hab das andere blaue. Ich hab das andere blaue, das große blaue. Das finde ich viel schöner. Ja. Ich finde. Ich hab halt alle drei Ponys gekauft. Bin relativ zufrieden. Ich mag die nicht. Aber rot finde ich halt ultra geil. Wo seid ihr gerade? Sowohl in der unverwandelten Verworm und auch in der verwandelten Form. Verworm. Pia, Verworm. Nein. Der Form. Ja. Wo seid ihr denn gerade? Veildale? Hab ich doch gerade eben gesagt, Olli. Hab ich denn nicht gehört. Vielleicht war mein Internet wieder weg. Kannst du mal aufhören, mich zu ignorieren, Olli? Ehrlich? Ja, sorry. Das ist mein Internet und so. Das ist mal mein Internet. Bambusleitung, ne? Ja, ist bis 100.000er. So, ich bin gelandet in Veildale. Krass. Ich glaube, Anu ist nicht mehr da. Anu hat uns verlassen. Anu ist von uns gegangen. Wenn sie jetzt nicht gleich reinschreibt. Anu, bei mir ist er noch. Ganz aktiv sogar. Wow, Anu. Nein. Boah, Anu, bist aber so eine... War ein Spaß. Sie hat auch bei mir geht Spaß. Geht dann noch nicht so. Sonst hätte ich auch Ewigkeiten nicht mehr die Rennen gemacht, außer letztens, so ich mein Pferd haben wollte. Mein Pferd ist, glaub ich, leicht, hat keinen Bock mehr auf mich. Guck mal, es kann auf der Stelle traben, Passage und Galopp auf der Stelle, krass. Okay, jetzt bin ich draußen. Wohin willst du, Pia? Ich mach das Orientierungsritt nicht. Auch nicht. Sollen wir mal auf Olli warten? Nervt mich. Olli, wollen wir auf dich warten? Weiß ich nicht, ob ihr auf mich warten wollt, das müsst ihr wissen. Ich wollte gerade sagen, so wollen okay, wir. Okay, dann machen wir doch den Orientierungsritt. Olli braucht jetzt ein bisschen. Was? Hallo, das Rennen, das ist in einer Stunde durch. Oh, ja, deswegen sage ich ja. Lass uns das schon machen. Olli braucht noch ein bisschen. Boah, Hilfe. Mir hat irgendjemand mit dem WhatsApp geschrieben. Ah! Hilfe, ich muss kurz gucken. Also ganz ehrlich, ich kann nebenbei meinem Handy sein und gleichzeitig Star Stable spielen und den Chat lesen. Aber das macht sie ja nicht, weil sie ja ihr Handy ausschaltet, wenn sie streamt. Meine Klasse hat einen Schaden. Welche nicht? Jule hat mir geschrieben. Niki, hast du eigentlich noch die Nummer von Alina? Ich glaube, ich habe sie nicht mehr. Wie heißt sie denn in SSO? Fuck, ich habe schon wieder ein Screenshot. Alina Silver. Ich glaube, Alina hat mich auch aus ihrer FL gelöscht. Weil ich habe die nicht mehr hier drin. Ist richtig traurig. Nein, ich habe Alina nicht mehr. Ich glaube, Alina hat einfach ihre ganze FL gelöscht, ohne uns was zu sagen. Frisch. Alina mag uns nicht mehr. Oh, Ford Finter Championat in 30 Minuten. Lass das machen, bitte. Wer weiß, ich knapp Pferd. Das mache ich denn schön mit meinem Level 1er Pferd. Ich mach's mit meinem Level 7er Pferd. Ich kann auch meinen Tinker holen. Ich kann es auch mit Level 1 machen. Ja, gut. Oh, Mann, bin ich langsam mit dem Pferd hier.
kommt Alina jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die schon online ist oder nicht. Boah, Alina, komm. Jule Girl, geht doch nach Südhof an. Nee, Südhof ist, nee. Auf Südhof ist halt das Problem, es gibt zwei Rennen auf Südhof. Für die ganze Umgebung da. Pia 6 hat ein Messer bei sich, womit sie mich abstechen will. Oh, Pia. Wann habe ich das gesagt? Wann habe ich gesagt, dass ich ein Messer habe? Seit wann hast du gesagt, dass du keins hast? Ich habe sogar, glaube ich, eins. Aber in meiner Küche müsste ich erstmal hingehen. Ich finde diese Stecken von den Tinkons so goldig. Ich habe meinen Rekord geknackt. Gerade eben. Ja, du krass. Mein Orientierungsschritt. Geil. Ich glaube, jemand muss Alt F4 drücken für Pia, dann kackt es bei ihr meistens auch ab. Nein. Wagt boah, der letzte so witzig, gell, in der Schule, wir haben so einen Computerraum. Ich so zu meinem Nebensitzer, ey, drück mal Alt F4, dann geht es schneller. Der drückt einfach eiskalt Alt F4 und ist komplett abgestürzt. Und dann so, was hast du gemacht? Ich so, hey, ich meine, damit geht es wirklich schneller. Und dann kommt so der Techniker aus unserer Klasse so, weil die eigentlich okay, also, und der hasst mich irgendwie seit, keine Ahnung, der hasst mich irgendwie. Und der so, Alt F4 macht den Computer so, bringt den so zum Ausschalten oder zum Absturz. Und ich dann so, ja, das war doch gerade der Sinn dahinter. Und aber der geht wieder an und dann haben sie einfach wieder den PC angemacht. So und. Und ich fand's einfach nur derbst witzig, wie der so geguckt hat, so, fuck, mein PC, was ist damit los? Linja, von wem hast du den Anruf bekommen? Und hi, das Sissy, Morland bitte, was ist denn das Ding Morland? Ist, wir haben in unserer Schule, haben wir zweimal die Woche im Computerraum Unterricht. Und so, ihr seid schon wieder abgehauen, ich hab euch nicht gesagt. Hab doch gesagt, komm. Ja, melde sie. Ach so, ja gut, da finde ich alleine hin, glaube ich. Nee, warte mal. Aber hoch. Da lang. Wir reiten. Auf jeden Fall, wir haben zweimal die Woche Unterricht im Computerraum. Wegen ECDL, das ist der europäische Computerführerschein. Meint einmal jemand zur Lehrerin, drücken Sie mal Alt F4, dann startet das Programm auf jeden Fall, weil ein Programm nicht gestartet ist, das wir brauchen. Mhm. Und dann hat sie fast Alt F4 gedrückt, dann hat sie aber gesagt, ja, auf diesen Trick falle ich nicht rein. Hi, Handy Games. War kurz vor Alt F4 zu drücken. Aber ein Klassenkamerad hat's gemacht. Zwei PC sind einfach gleichzeitig abgestürzt, keine Ahnung warum. Einer hat Alt F4 gedrückt und zwei PC stürzten ab. Voll witzig, gell? Bei uns was haben wir gemacht? Also wir waren halt auch im Computerraum, haben irgendwas gemacht und dann waren Lehrerinnen bei uns. Wir waren fertig mit Recherchieren. Oh Gott, Hilfe, dieses Wort. Und dann dann haben welche auf so ein Spiel gespielt oder so irgendwas, haben sich bei ihrem Steam-Account eingeloggt und haben dann sich ein Spiel gedownloadet und haben das dann gezockt. Die Lehrerin so, ey, was macht ihr so? Und hat dann ihre PCs also gesperrt und dann wurden irgendwie alle PCs für das Benutzen gesperrt, weil die haben, Rainbow gezockt oder so. Jemand ich musste, so des Derbst lachen. Das Ding ist, bei meiner alten Schule gab es so Accounts, die... Also ich glaube, Fabi ist nicht mehr da. Sie ist total still. Sissy und Handy Games, wie geht's euch? Ich musste mal einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben, um reinzukommen. Und da gab es halt so ein paar Accounts, wie Internet oder so ein Lehrer-Account, die lange nicht mehr benutzt wurden, wo auch niemand checkt, dass da irgendwie was benutzt wird. Und dann haben sich Leute da wirklich eingeloggt und es ist irgendwie erst nach ein Jahr oder so rausgekommen. Ich bin angekommen. Und dann haben die in den Pausen darauf, die haben halt Steam gedownloadet und haben darauf halt Minecraft gespielt. Die haben darauf, keine Ahnung, was für Spiele gespielt. Einer hat CSGO runtergeladen. Mit CSGO hat der Lehrer natürlich gecheckt, yo, da stimmt irgendwas nicht. War der dümmste Schüler in meiner Klasse. Ach man, warum gehen meine Namen. Warum gehen meine Loots schon wieder nicht? Und dann haben alle, die das gemacht haben, Ärger bekommen. Ich kümmere mich ganz ehrlich, wie kann man auch so dumm sein und CSGO auf den Schulcomputer laden? Das fällt doch auf. Nee, es fällt ja definitiv auf, wenn auf einmal jemand CSGO spielt. Ja, ist ja auch, ne? Da über CSGO kann man hier seine Reflexe üben und so weiter. Also es trägt dir schon was dabei.
Oh, wow. Das brauche ich. Ich glaube, wenn ich CSGO spielen würde, würde es bei mir einfach nur noch die Reflexe wieder entdingsen, also wieder wegmachen, weil ich durch Springreiten genug Reflexe habe, dass ich, wenn das Pferd plötzlich stehen bleibt, dass ich nicht runterfalle. So wie gestern eine aus meiner Springgruppe. Das Pferd ist plötzlich vor dem Ochse stehen geblieben, also das Hindernis, das breite Hindernis. Und sie fliegt rüber und ist auf die hintere Ochserstange gefallen, mit dem Genick. Aua. Ihr ist nichts passiert, sie hat auch gelacht. Ich war so, okay. Und das andere Mädchen ist vom Pferd gefallen, hat sich am Hals gehoben, ist dann unters Pferd gekommen. Auch gestern. Okay. Unters Pferd. Und wurde schreibt dann... eine CSGO und Lisa schreibt AFK, okay. Oh, gerade kommt sogar ein Stars überlebt. Ich guck mal gleich, warum die Loots nicht gehen, das ist schon seltsam. Die Loots gehen halt nie. Die Seite lädt einfach nicht mit dem Roboter-Ding. Ist sie tot? Wer? Nee, ihr geht's gut. Ihr geht's gut. Nix passiert, sie hat danach gelacht. Ist sie tot? Ja, ist sie tot? Ja, aber das andere Mädchen, wo das Pferd drüber gelaufen ist, die hatte, glaub, eine Woche oder so davor einen Sportunfall und hat sich die Rippen und den Brustkorb geprellt und aber hat Luft bekommen, deswegen fand ich, also sie ist ohne Sattel gesprungen und hat sich nicht halten können. Aua. Aber hat sich am Hals festgehalten und dann rutschst du natürlich irgendwie unter dem Bauch. Aber auf so. Den Reiterferien, sie sind halt auch ohne Sattel gesprungen, weil es sich gewünscht wurde. Und ein Mädchen ist vom Pferd gefallen und das Pferd ist nicht auf sie gedreht, also nicht auf sie gegangen. Sie ist nicht ans Pferd gekommen, aber das Pferd hat sie mit volle Kanne mit dem Huf gegen das Gesicht geschlagen. Und dann hatte sie den Rest Sommer, also der Rest der, wo ich noch da war, hat die dann so einen richtig roten Fleck gehabt. An der Stirn war das. Und die tat mir schon voll leid. Ich stelle mir das mal so richtig kritisch vor. Stell dir mal vor, es passiert irgendein Unfall am ersten Tag von den Sommerferien, ja. Du liegst dann einfach mal 6 Wochen im Krankenhaus, kommst raus, hast wieder Schule. Aua. Ja, das ist echt nicht. Wie Olli alle aktiven Leute auf Insta folgt, also von seiner Community, wie man da, I don't know, wie man das schreibt, und mir nicht. Was? Kann ich sagen? Ich folge alle. Also das andere nicht. Mädchen, Pia, ouch. Achso, da lebt auch noch. Oder? Alle. Beide alle leben noch. Es ist auch kein RTW gekommen. Die sind auch beide weitergesprungen. Oh, ich das bin Ding ein großes ist... E gesprungen. Das hat mich voll gefreut. Vor allem das Ding ist, als ich kleiner war und Reitunterricht hatte, da war ich so 9 oder so. Da hatte ich ja mal so irgendwie 6 Wochen Reitunterricht. Und ich saß damals auf dem Pferd. Das ist halt relativ gerne gesprungen. Und die hat halt einfach nur so eine Trabstange und wir sollten den Trab darüber reiten. Und das Pferd springt auf einmal über diese Trabstange rüber. Und ich war halt so reflex. Ich sollte mich halt ganz nach vorne beugen. War ja klar. Ach so, es kommt solche Fehlermeldung. Da muss ich da tatsächlich. Kann sein, dass ich schon lange nicht mehr auf der Loot-Seite eingeloggt war, dass die deswegen meinen Account deaktiviert haben. Wow. Nee, weil es kommt die Meldung. Ali, darf ich weiterreden? Ja. Ach, sie mal. Los, was ist das hier? Ja, du kannst auch muten, wenn du deine Zuschauer hast. Hallo. Ach, sie. Fang an. Ja, aber Niki. Nee, dann ist dieses Pferd einfach losgesprungen, weil der Lehrer immer so. Ich müde die jetzt einfach. Klar, die Folie needs to Ja, ich muss es dann wahrscheinlich rekonfigurieren. Oder einfach nur konfigurieren. So, ich bin jetzt auf der Loot-Seite. Mal gucken, was da los ist. Also eingeloggt bin ich auf jeden Fall. Das zeigt mir keine Fehler an. Hier ist auch alles drin. Seltsam. Overlay. So, das hier ist noch in der Beta. Ich teste mal kurz, ob jetzt was kommt. Nee, irgendwie nicht. Also das bekommen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ey, meine Nachricht wird mir nicht angezeigt. Welche Nachricht? Das war so bei Bella in den Sommerferien. Sie war 5 von 6 Wochen im Krankenhaus. Ja, ich weiß.
Wieso kommt hier kein Bild mehr? Es kann sein, dass ich... Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Wir bekommen das noch hin. Wir sorgen dafür. Ich vermute nämlich, dass ich eventuell... sich die Adresse geändert hat. So, Account. Settings. Achso, hier geht mittlerweile mehr, okay. Wir bekommen das hin. So. Was haben wir hier? So, das ist loot.com. So, ich glaube, es geht gleich. Es muss noch eine Kleinigkeit hier prüfen und gegenchecken. So, welche Software nutze ich? OBS. Ja, die ID hat sich geändert tatsächlich. So, jetzt sollte es wieder funktionieren. Wir testen es einfach mal. Ah! Sieht doch ganz gut aus, oder? Ja. Gut, es funktioniert wieder. Ja, das lag wohl tatsächlich an meiner Wenigkeit. So, gut, dann ich vergleiche zu Meckes. Weiß jemand, was das ist? Was, du fährst zu Meckes? Nimmst du mich mit? Ein Stream ohne Probleme nicht möglich. Doch eigentlich schon. Meine Nachricht wird nicht angezeigt. Welche Nachricht denn übrigens? Teddy! Hey Olli und Linja, das ist McDonald's. Natürlich ist das McDonald's, was auch so. Hallo. Die nimmt da im Stream auf. Okay. Gleichzeitig streamt da und nimmt auf. Achso, okay, lol, wusste ich nicht. Hier, wie geht's deinen Freunden? Ich hab Schluss gemacht. Du hast vergeben? Ich wollte gerade sagen, was? Vor ein paar Jahren? Ach, vor ein paar Jahren. Das war mit mir geredet habe. Du das letzte Mal hier war. Wo seid ihr eigentlich? Firegroove. In Fortnite? Okay, ich komm hier, zu Fortnite. Also, Fortnite, ich mag dieses Spiel nicht. Ich mag es. Ich hasse es auch. Ich hasse es des Todes. Sorry! Olli hat die ganze Woche Fortnite gespielt. Vom Montag bis Freitag durchgehend. Gestreamt sogar. Wann spielst du sofort nicht? Monday, Tuesday. Das sind 6 Monate Wednesday und 10 Tage her. Ernsthaft? Friday, Saturday, Sunday, Sunday. Also. Olli, keine Angst, es gibt Macs WLAN. Ach so. Ist es immer noch bei McDonald's so, dass das WLAN immer nur eine Stunde gültig ist? Und hey, 3 Stunden bei uns. Bei uns ist es Telekom halt. 3 Stunden, ja. Okay, ich weiß gar nicht, wie lange das bei uns. Aber nicht bei jedem McDonald's. Bei uns sind bei jedem. Wir haben einen McDonald's neben unserer Schule. Hast du schon erzählt? Ach, ich weiß nicht, ob vor 4 Stunden, 45 Minuten und 29 Sekunden. Okay. Also wir haben es. Okay. Ach, siehst du, ja. Habt ihr schon das Rennen gemacht bei Dings, bei Frau Morse? Morse? Ja. Ja. Okay. Ja. Gut, ich bin schon fast fertig mit dem Firegroove-Rennen. Wir gehen jetzt in Jahre heim, glaube ich, oder? Ja. Ja. Mein Pferd ist Level 7, Viertel. Level 9. Ah, oh, ich hab verkackt. Ah, jetzt hey, wann haben wir denn vor 4 Stunden geredet, Jule? Hä? Ach so.
Und. Entschuldigung. Endlich! Ja, Handy Games, sorry, jetzt geht's wieder alles. Oh, ich bin das hier. Das ist krank. Aber ich höre keine. Warum weißt du das so genau? Warum weißt du das so genau? Was? Was für was? Nochmal? Übrigens, danke für den Loot. Tagen, 4 Stunden, 45 Minuten und 29 Sekunden das letzte Mal geredet haben. Dann hat sie dir wahrscheinlich eine Zeitstoppuhr gestellt. Wahrscheinlich so 6 Monate lang. Ach, manche shit. Leute machen sich eine Stoppuhr von keine Ahnung wie vielen Jahren, vor so 10 Jahren oder so. Krass. Handygames. Boah, ein Langzeitgedächtnis habe, lol. Und schön, dass du da warst. Ja. Lässt du dich abholen? Nee. Warte auf mich. Oh. Verdammt. Da kommt man nicht. Ich auch. Wo stehe ich denn? Hilfe. Ah. Und Claudia ist ausgelacht. Sad life, ehrlich. Ja. Wann haben wir eigentlich wieder das nächste CT? Ich hab da jetzt gar nicht. Heute Abend, eigentlich. Ist wahrscheinlich eh wieder keiner anwesend. Klappe. Fick dich. Wir können ja heute Abend statt Clubbesprechung irgendwas machen. Ja. Gestern haben wir aus Versehen. Wieso steht da 1:09? 19 Uhr. Ah, 1:09. Pia 7 ist 1, ist ein Ei. Nee, nee. Goldspulfarben, wollte ich sagen. Goldspulfarben? Wie heißt das auf Englisch? Keine Ahnung. Goldspulfarben. Geil. Klingt ziemlich deutsch. Ja, das stand auch. Da steht Goldspurfarm eigentlich drauf. Goldspurfarm. Farm. Oh, ich hab da noch eine Quest. Ich hab im Wald noch eine Quest. Bestimmt Texas Bluebell. Alexa, was heißt Goldspurfarm auf Englisch? Goldspurfarm auf Englisch heißt Gold Track Drive. Gold Track Drive. Gold Track Drive. Okay. Gold Track Drive. Gold Track Drive. Das hört sich voll chinesisch an. Gold Track Drive. Ein bisschen auch nach Gold Mac Drive. Also. Gold Mac Drive. Ja, gut, ne? Also ist Gold. Gold passt ja auch wegen dem goldenen McDonald's M. Also ist es eigentlich nur eine McDonald's Dings. Geil! Wie war das? Nach dem Reitarena-Rennen höre ich auf. Ich wollte gerade sagen, Pia. Vorher wollte ich fragen, Pia, wolltest du nicht aufhören? Also, nee. Ich wollte noch Minecraft spielen. Ich bin in Firkwurf angekommen. Wir sind auf der Goldspurfarm. Fuck. Stopp! Halt! Mob fährt! Gott, ich kann nicht mehr. Ich müsste ja eigentlich noch lernen. Für Chemie. Aber das, damit habe ich schon angefangen. Pia, wir müssen mal wieder irgendwas aufnehmen. Das haben wir immer noch nicht geschafft. Na, ich habe aber eine Idee. Dafür brauche ich aber noch ein paar Leute. Pia, wieso ist in deiner Festcam ein Affe-Hintergrund? Also du hinter dir ein Affe. Ich habe keine Facecam an. Bei mir hast du auch eine Facecam an. Nee. Siehst du die nicht? Ich hab mich aus. Hä, hey, Pia, du hast wirklich eine an. Nein. Hä, hey, doch, bei mir ist auch eine an. Ich veräppelt mich. Soll was dir jetzt im Stream zeigen? Ehrlich, du hast wirklich eine Facecam. Also, ihr wisst schon, dass ich die ganze Zeit nebenbei um zu schauen, wie viele Zuschauer ich habe, mein Stream anhabe. Ja, du siehst bei mir es ja. Hast du auch eine. Ihr verarscht mich. Ich habe nämlich meinen Stream an. Soll ich den, soll ich den Screenshot davon schicken? Ich wollte gerade sagen, du hast ja wirklich eine. Ich habe keine an. Ja, bei mir auch, Jule. Hä, das blinkt. Wenn ich eine anhabe, würde ich sehen. Nur meine Facecam wäre an. Meine Kamera ist nämlich aus. Aber bei mir hast du eine an.
Das höre ich dann am Bildschirm nicht, ne? Ah, ich check jetzt warum. Pierre Stream ist offline und bei mir ist der nächste Stream an. Wow. Ja, irgendwie war das. Warte mal, bin ich dann auch in einem anderen Stream? Wahrscheinlich. Wenn Pierre Stream offline ist, kommt kommt ja, die Wiederholung. Ja, lol, stimmt. Ja, ich bin am falschen gewesen. Oh, Pierre. Alle schreiben noch in dem Chat, weißt du, sie sehen aber schon den nächsten Stream. Ja. Geht das? Ne, eigentlich ist der Chat dann auch weg, oder? Ja, eigentlich schon. Vielleicht ist es der von letztem Mal und sie haben. Hä, hey, keine Ahnung, vielleicht hat es keine Ahnung. Ich hab die Facecam seit Monaten nicht mehr angehabt. Doch, du hattest sie dir letztes Mal an, da bin ich mir sogar sicher. Den Stream habe ich aber wieder gelöscht. Das Stream ist aber wieder gelöscht. Gelöscht oder auf privat gesetzt? Gelöscht. Komplett. Nee, löschen würde ich es immer nicht, weil dann wird ja automatisch auch das wieder abgezogen, finde ich total dumm. Ich weiß. Weil ich wollte Videos aber nicht mehr haben, von daher. Ja, dann hätte ich es zumindest auf privat gelassen, dass die Wiedergabezeit nicht abgesungen wird. Na, jetzt lasse ich die Streams ja wieder online. Ja. Ich hatte irgendwie so nur 900. Hätte irgendwie so nichts gebracht. Ja, aber wenn du mal irgendwann, ja, die Absicht hast. Ich brauche das in den letzten Jahren, nicht allzeit. Das ist es. Es wird irgendwie so dann abgezogen, von daher. Ja, wohin gehen wir danach? Ja, Richtung Jahlheim da. Ja, also unten da, das bei der komischen. Mhm. Und dann von da unten zu Koppelfarm und von Koppel zu Stall. Ja, und dann sind wir fertig. Oder? Mhm. Dann sind wir fertig. Ich glaube, ich werde jetzt danach aufhören und Minecraft vorbereiten. Mit heute Abend Minecraft. Nach welchem? Jetzt. Ich werde gleich erstmal die Waschmaschine anschmeißen, sonst habe ich Montag keine Wäsche. Schlecht, ne? Wenn man die Waschmaschine immer erst dann anschmeißt, weil man keine Wäsche mehr hat, ne? Ja, kenne ich. Ich nicht. Meine Mutter wäscht. Ich stell mich jetzt hier hin. Niki, kommst du, oder? Wo bist du? Ich hasse dieses scheiß Fort Pinter, Fürkwurf-Rennen. Fort Pinter, genau. Auf dem Weg, neben den... Jetzt bewegt sich dieses scheiß Pferd nicht! Lauf! Bin unterwegs. Ich renne. Ich sprinte, siehst du es nicht? Oh, ich hasse es. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ah, hi. Niki? Ja, ich muss. Ich muss erstmal abbremsen. Das Mann, stehe ich gut. Olli, Champ. Achso, geht das jetzt los, das Championat? Ach, in 7 Minuten. Da schaffe ich das noch. Mhm. Dann mache ich das Championat nachher als letztes und dann würde ich auch aufhören. Ah, jetzt. Vielleicht macht der Pia auch noch das Championat mit. Pia, nee. Guck mal, dein Pferd hat einen grauen Mund und graue Augen. Ja, braune Augen. Ich hab's kapiert. Du hast einen Fliegenschirm. Pia, weißt du, was wir auch mal wieder zusammen machen müssen? Hm? Pokémon. Och nee. Ja. Doch, doch. Ich so, ihr. Gut, ich sag jetzt ciao, Leute. Wir haben momentan 2 Zuschauer. Egal. Tschüss, Leute! Ja, alle anderen sind wahrscheinlich in dem anderen Stream drin, den du magst. Ja, gell, so, echt so. Wo ist das Fort Pinter, oder? Pinter Championat? Keine Ahnung. Welches Championat ist gleich? Ich weiß nicht, also vorne stand, welches ist gleich? Vorhin war es doch Fort Pinter, wo ich gesagt habe, in 30 Minuten, aber das müsste schon lange angefangen haben. Nein. Nee, das sind 5 Minuten. Na gut, schaffe ich noch alles. Als nächstes ist, ja, Fort Pinter Jump. Gut, dann bin ich bei Fort Pinter gleich dabei. Ich muss nicht noch Pferd wechseln. Ich trete mit diesem Pferd hier an. Der ist mein schon Level 3. Der kann das, der rockt das. Boah, ich mach's mit einem Level 7er Pferd, ehrlich. Ich hab keinen Bock, jetzt noch in den Stall zu gehen, ehrlich. Nee. Aber ich muss erst mal gucken, dass ich überhaupt noch ankomme. Vielleicht sieht man einen Niki beim Jumpy verkacken. Hi Lini, Heide! Wir sind auf Server 11 gerade. 11. Aber normalerweise auf Server 4, teilweise auch auf Server 2. 2 ist 2. Aber man kommt trotzdem noch rauf bei Umwegen.
Really? Ja. Du backst dich rein? Nee, ich back mich nicht rein. Man kann eigentlich solltest den ganzen Team Support anschreiben. Niki, du hast den Star Stable Rang vergessen. Ich habe nichts reingemacht. Ich habe nur den Namen noch geändert, weil ich dann, weil du dann schon weggerippt. Sorry. Oh, ich hasse es. Bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, man kann sich schon anmelden. Ja, ja, ich mach das Rennen noch hier zu Ende. Und dann wechsle ich noch das Pferd und dann okay, komme ich. Okay, ich bin mal kurz bei. Oh ja, sie wollte wohl sagen, sie ist mal kurz woanders. Bei irgendwas und dann hat sie plötzlich Ciao Leben gesagt. So, jetzt muss ich mich beeilen. Einmal Gas, kurz Gas, Abholservice. Gas, schnell, 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 schnell. Abholservice, das muss ich noch kurz in den Stall. Irgendwie ist mir langweilig. Warum denn das, Fabi? Also ich spiele gleich noch Fortnite. Wie hat jetzt den Stream ausgemacht? Ja. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das streamen werde oder nicht. Hä? So, welches Pferd nehme ich denn jetzt? Stimmt, bei mir fängt jetzt der nächste wieder an. Ja. Oh, der ist schon 9.1. Welches Pferd nehme ich denn? Ich nehme es einfach das Anfangspferd. Hä, hey, gib Garas, sonst kriegst du nichts hin. Nimm es Glidesdale, ist das ausgelevelt bei dir? Das Anfangspferd ist ausgelevelt, das ist auch gerade so. Das ist auch direkt. Ich dachte, du wechselst nicht, deswegen habe ich auch nicht gewechselt. Ach nee, ich habe es dann noch gewechselt. Ach du Depp. Ich wollte zeigen, dass ich es trotzdem noch alles schaffe, so in 4 Minuten. Ja, ich schaffe das alles, Mo. Hey, da ist mein Gucci-Pferd. Ja, das war dein Gucci-Pferd. Ich habe auch die Gucci-Ausrüstung an. Aber das Gucci-Pferd will ich mit Dings leveln, mit Fabi. Mit, kannst du mal aufhören zu stottern? Oh, ist da vorne diese Nalita? Firko, Fortminter. So. Ich kann dir sagen, jetzt sind es noch 2 Minuten 32. Ich schaff das locker. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, Schnapszahl, 22, oh Gott, wie viel 22 waren die zwei Schnapszahl? Ich sollte langsam mal reden. Genau, sonst fängst du an zu stottern. Na, niemals. Ich doch nicht. Hallo? Ach, Momo ist noch da, ja. Obwohl, wahrscheinlich jetzt wieder da. So, da hinten ist das Championat. Boah, Level 9er Pferdefeld. What the fuck, die hat den... Ew, nein, die hat nicht ernsthaft... Ew, die hat nicht ernsthaft dem Tinker diesen komischen Halskrause angesetzt. Bah. Das sieht eklig aus. So. Wo bist du? Da bist du. Ja, hallo. Hallo. So, 1 Minute 27. Leni, kannst du mal auf dem Coconut-Server kommen? Oh, welcher war denn das nochmal? Welcher war denn nochmal Coconut? War das Server 3? 3. Nein, 3 ist Chocolate Mountain. Geht hier noch nicht los? Ich kann mal kurz gucken. Ich sag dir, wenn's losgeht. Genau, dann sagst du es so eine Minute später. Es geht los! Eine Minute! 1 Minute 56, 55, 54. Ja, das ist ja noch genug Zeit. 52, 51. Ich warte eben noch auf das Darstelle Seite. Uff, Gott, Hilfe, weil ich kann auch gucken, wenn du willst. Einloggen, ey. Weil eben kurz mein Internet weg war, ist alles wieder weg hier. Das heißt Server. Wie das heißt Server? Oh. Hier haben wir es doch. Ah, ich kann nicht nachschauen, weil ich eingeloggt bin. Ja, wollte ich gerade sagen, du bist noch im Game, das geht nicht. Ich wollte doch nur gucken, welche Server da sind. Hilfe. Obwohl, ich habe noch 13 Sekunden, ich kann cheaten. Oh, 10, 9, 8, 7. Ja, dann wird doch erstmal die Gruppen zu sortiert, oder? Ja, 4, ja, 3. Ich bin Gruppe 1, das heißt, ich starte wahrscheinlich 1. Als erstes. Also ich bin entweder Gruppe 2 oder Gruppe 1. Und ja. Ich werde immer verkacken, weil ich ein Level 7er Pferd habe. Auch schlau, ne? Level 1. Level Gruppe 1. So, ich bin eingeloggt und ich bin auf Server 1. Sie ist Server 2.
Server wechseln. So. Coconut ist. Gibt es gar nicht. Übrigens, ach hier, Cape Coconut ist, das ist Server 6. Du bist übrigens Gruppe 1. Ja, dachte ich mir schon fast. Ich auch. Hallo. Dachte ich mir schon fast. Nimm mal meine FA an, du. Ja. Mach ich doch schon fast. Was? So. Okay. Sie hat Server geschrieben. Achso, sie hat Surfer geschrieben mit U. Ah, nee, ich weiß nicht, auf welchen. Ich surfe ungern auf einer Kokosnuss. Oh mein Gott, no. Oh Gott, gleich geht's los. Ah, Hilfe. Oh Gott, warte, ich darf nicht so früh. Nein, halt, bleib doch stehen. Gott. Oh, ich verkack sowieso. Gott, Hilfe, Hilfe, ja, ich hab verkackt. Ich hab ich bin ganz vorne dabei. Ich war ganz vorne dabei. Ich auch. Ja, ich bin zu langsam. Wie mich einfach mal alle überholen. Ja, ich dachte mir auch gerade so, ey. Wir können mich auch mal in Ruhe lassen, ehrlich. Nur, dass ich zu langsam bin, heißt nicht, dass ich schlecht bin. Ich kann die Championate alle nicht. Ich muss einfach die ganze Zeit Mausrad drehen. Warum bin ich letzter? Ich weiß es nicht. Warum bin ich da reingelaufen? Das dachte ich mir auch gerade. Ach, warte, nein. Es gibt 4 Championatgruppen. Really? Oh Gott, Hilfe, ich kenne das Championat gar nicht mehr so. Ah! Das ist auch bei mir schon wieder sehr lange her. Die rennen alle gegen die Wände, wieso? Ach nee, warte mal, das ist ein anderer Weg, ne? Oh Gott, Hilfe. Was mache ich denn? Ah! Oh Gott. Ach, das kommt jetzt hier. Ach, zack, das ist doch von wo kommt, von wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ja, das ist doch die... wie du einfach nicht hängen geblieben bist. Wieso bin ich hängen... Ich hätte eigentlich hängen bleiben müssen. Das war wahrscheinlich ein Bug. Viel Glück, Olli. Ja, danke schön. Es wird wahrscheinlich trotzdem nichts. Oh Gott, da kommt das Auto. Halleluja, bin ich gerade erschrocken. Puh. Ich bin letzter. Es ist... Bis 2 vor mir. Bitte, diese komische soll mir jetzt vor mir einfach mal hängen bleiben. Einfach hängen bleiben. Ich bin hängen geblieben. Also, klingt doof, aber... Ich auch. Ich bin letzter. Es macht so Spaß, letzter zu sein. Es ist so toll, letzter zu sein. Ich könnte meiner echten Songcrew schreiben, letzter zu sein. Ich find's lustig, ja. Ich bin noch fast am Start vom Rennen und die ersten sind im Ziel. Gefühlt, ja. Ja. Oh, 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 schaff ich's noch vor dir? Bitte, 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 ich will nicht letzter sein. Oh, nicht letzter, Hawk, bitte, nein, oder? 14, ist letzter? Nee, warum man springt, kommt man da gut durch. Ach so, wenn man springt, kommt man da ganz gut durch. Ja, sah auch jetzt gerade... Hä, Olli ist doch hängen geblieben. Ich bin, also da an der einen Stelle bin ich nicht hängen geblieben. Ach, ich bin trotzdem langsamer geworden, wird hier gerade geschrieben, angeblich. Du bist wahrscheinlich nur einen Trab zurückgefallen und dann ganz schnell wieder. Bin ja komplett stehen geblieben. Wer ist denn jetzt noch nicht im Ziel? Ich würde gerade fragen, ist da jetzt einer noch nicht ins Ziel gerannt? Wenn es die mit dem Ticker ist, dann ey. Ich habe hier letztens kurz vorm Ziel, ja, beim letzten Checkpoint, bin ich irgendwie stecken geblieben irgendwo. Und ich habe es nicht mehr geschafft, da rauszukommen, bis die Zeit abgelaufen ist. Das war so böse. Ja. Oha. So, auf welchem Platz bin ich denn? Platz 11, oder? Ja, ich bin Platz 11. Wo du bist Platz 14. Hä, es gab schlechtere als ich, ehrlich? Nur der letzte Platz bekommt gar keine Punkte. Oh, Punkte sage ich schon. Ich finde, es müsste für Championate müsste es eine extra Währung geben. Wenn man genug zusammen hat, kann man die in Starcoins einlösen. Wäre schon geil. Ach, guck mal, Pia hat auch mitgemacht. Platz 16. Echt? Pia Elfland. Ja. So. Dann hole ich jetzt noch ganz kurz meine Belohnung ab. Ich laufe jetzt einfach mal hinterher, ne? Für jedes Rennen bekommt man mehr. Weißt du, mehr als 25 Schillinge. Für jedes Rennen bekommst du wirklich mehr, ne? Aber...
Seit es den Shop neben an der Seite so gibt, diesen Global Store, geht niemand mehr überhaupt in diese komischen Einkaufszentren. Also ist Jovik. Dings. Jovik City, so heißt es. Ich dachte gerade, hä, was glaube ich? Was? 3%? Ups, wie 3%? Ach, dein Akku wahrscheinlich. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann. So. Ich stelle mich jetzt einfach neben dich. Ja, ich stelle mich jetzt einfach mal kurz da oben rauf. Da komme ich eh nicht rauf, so. Natürlich, du musst einfach nur hier gegenspringen. Also zwischen die Beine von dem Typen. Hat ja super geklappt. Warte. Ah! Krieg ich das hin? Ah, jetzt. Ah. Ey! Hilfe! Ah. So. Bis jetzt alle hier raufkommen. Du bist doch ein bisschen berühmt geworden. Ne, eigentlich nicht. Ich kenne die alle gar nicht. Ich mach mal die Paula einfach mal eine Clubanfrage. Ob sie annimmt? Sweet Bubble Army, was ist das für ein Name? Ich weiß auch. Die gehen tatsächlich in den Club rein. Ehrlich? Danke, schreibst du sogar. Ja. Max, die Zuschauerzahl hat bei dir sehr nachgelassen. Ach, das täuscht. Das täuscht. Warte mal ab, wenn ich nachher Fortnite streame. Tja, bei Fortnite kommt da gar niemand mehr, ne? Vielleicht. Oder? Ich muss mal kurz im Club Hi schreiben. Wo ist denn hier der Club? Ich brauch den Club. Eingabetaste. Eingabetaste Club. Da. Eingabetaste Club unten. Ganz außen. Och, Leute, die immer Punkte schreiben, da könnte ich ausrasten. Wer schreibt denn hier nur Punkte? Guck mal, Global Chat. Da irgendwo oben, weiter oben, schreibt da ganz irgendwelche Punkte. Mich kurz mal die Leute an, die hier die ganze Zeit immer irgendwelche Hashtags schreiben. Das bringt halt nichts, Hashtags zu schreiben, du kriegst nichts dafür. Außer Gemotze von den anderen Spielern. Das ist das Einzige. Danke, wie heißt dein... Wieso fragen... Wie heißt dein YouTube-Kanal wahrscheinlich? Schaust du uns nicht gerade zu? Und wenn nicht, woher weißt du, dass ich gerade live bin? Ach so, wahrscheinlich wegen der Clubbeschreibung. Ja, ich kann das Wort nicht mehr schreiben. Klarsichtfolie konnte man früher noch schreiben. Ich habe zwei Wochen SSO gestreamt und der Name war gesperrt. Echt jetzt? Ja, Klarsichtfolie kannst du nicht mehr schreiben. Echt jetzt? Wieso nicht? Klarsichtfolie. Gott. Selbst Klarsicht geht nicht mehr. Folie. Hä, es geht ja wirklich nicht. Punkt Sicht. Klar. Punkt Folie, klappt das? Klarsicht? Folie will er nicht nehmen jetzt. Folie. Folie geht nicht. Folie geht auch nicht. F-O? Es geht F-O nicht. Geht auch nicht. No. Keine Ahnung, wie ich es dir schreiben soll. Es geht klar, Sicht und Folien. Nicht mal Folien kann man schreiben. F. Nicht mal ein F geht. Echt? Der Buchstabe F ist selbst blockiert. Was ist das denn? Lol. Pass auf nicht, dass du gleich Chatsperre kriegst. Max, kennst du mich noch? Natürlich. Ich kenne alle Zuschauer. Aber du hießt früher noch anders. Ey, wieso kann man kein F mehr schreiben? Pass echt auf, dass du, dass du keine Chatsperre kriegst. Du, ich schreib so selten im Chat, das würde mich nicht stören. Die ist ja nicht für Dauer, oder? Der kommt drauf an. Ich schreibe ja nichts Böses. Ja, man will nicht böse schreiben, trotzdem kriegt man Chatsperre. Es kotzt so an, ehrlich. Natürlich kenne ich dich noch.
Ich habe dich gestern oder vorgestern habe ich dich donaten sehen bei Excel im Stream übrigens, ja. Ich hab Lust Wenn du es warst, auf jeden Fall war es derselbe Nickname. Auf was hast du Lust? Kuchen. Ich habe Lust auf ein Foto. Ich wollte noch ein Foto machen, aber sie steht so weit. Dann halt ohne die Pech gehabt. Dein Pferd, warum macht das die Augen zu? So ein Frech. Wer ist dein Pferd? Ich glaube. Strawberry Desire. Ja, das habe ich damals zusammen, weißt du, weil das eine so ein Strawberry war, habe ich auch noch den Server. Also, ich war auf dem Server und habe dann deswegen auch das Pferd so ähnlich benannt. Gott, Hilfe. Kommt sie mittlerweile zu uns? Nee. Gott, Hilfe. Das wird nix. Ich kann keine los machen. Ja, war ich. Haha, wie geil ist das denn? Ich habe ja gesagt, ne? Ich habe meine Augen überall. Wieso? Das hört sich blöd an. Warum starrst du eigentlich mein Pferd an? Also ich auf dem Foto jetzt zumindest. So. Dann machen wir noch eins mit Filter. Gott, Hilfe. Okay. Ich finde, es müssten ja auch Snapchat-Filter funktionieren. Echt so. Wipp. Ah, das muss man probieren. Snapchat aufmachen und dann gucken, ob es geht. Ey, das teste ich jetzt. Ich mach das jetzt auch. Max Racer spendet 1 Euro. Na, komm, damit du nicht so alleine so bist, geil. Die kleiner als 3. Vielen Dank, Max, für deine Donation. Wäre nicht notwendig gewesen, ja. Excel braucht das nötiger als ich. Einfach, es klappt einfach. Es klappt. Snapchat, da haben wir's. Es geht. Ich habe hier aber von meinem Foto gemacht. Ich poste das, glaube ich, gleich noch. Kann die mal nicht weggucken? Können die mal stehen bleiben? Ich schicke das Pia bei Snapchat. Leonie bekommt das. Anna bekommt das. Fabi. Alle, die so SSO spielen. Ja, so, reicht. Gut, aber ich würde dann sagen, das war's jetzt erstmal. Ich mache ja noch Fortnite, aber ich weiß nicht, ob ich streame oder ob ich einfach nur offline spiele. Weil ich glaube, der Kanal wurde die letzten Tage überschüttet mit Fortnite. Von daher, mal schauen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich kann den Stream noch nicht beenden, weil ich noch was vergessen habe. Tippy Stream öffnen. Der Abspann muss ja auch noch kommen. Du hast einen Abspann? Ja, das laufen nur die letzten Donations und so weiter. Also jetzt nichts. Ich will das angucken. Weltbewegendes. Ich will das an. Du, da ist nichts wirklich Großartiges, außer dass dein Name wahrscheinlich auch da steht. Weil du vorhin donated hast. Ich will es nur angucken. Ah, dauert das. Es dauert immer. So, gut. Also ich würde dann sagen... Hä? Wo ist meine Playlist? So, ich würde dann sagen, das war's jetzt erstmal, ne? Also, ich mache nachher Fortnite noch online. Ich stream nachher noch Fortnite, so. Die kommende Woche wird dann auch noch durchgehend was kommen. Bye bye, wann geht's nachher weiter? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich so in der Stunde. Ich werde jetzt gleich noch kurz was essen und dann weitermachen. Aber ich werde die nächste Woche so ein bisschen auch gemischt machen. Ich werde mal einen Tag ETS fahren, ich werde den anderen Tag irgendwie Minecraft Minigames eine Runde machen, also Murder Mystery oder so. Also ich werde gucken. Ich werde gucken, dass ich da wirklich jeden Tag jetzt irgendwas reinbekomme. Auf jeden Fall, bis dann erstmal. Danke für die Donation, danke für die Abos, die reingekommen sind. Darunter zählt ja auch ein. Ach, wie hieß du nochmal? Wolf? Oh, was mit Wolf? Wolfskinder. Wolfskinder? Bitte schön, ja. Ja, okay, gut. Also, bis zum nächsten Mal erstmal. Bis dann. Tschüss. Not to believe.
I'll make you.